Die Alsterdetektive ermitteln in ihrem 11. Fall. Oma braucht Hilfe. Nächste Lektion: Chinesisch zählen. 1, 2, 3. Sprich mir nach. 1, 2, 3. Jetzt du. 1, 2, 3. Sehr gut. 1, 2, 3. Cool. Ist ja eigentlich ganz einfach. Weiter geht's. 4, 5, 6. Sprich mir nach. 4, 5, 6. Jetzt du. Okay. 4, 5, 6. Wiederhole es noch einmal. 4, 5, 6. Jetzt du. 4, 5, 6. Was? Ah, Lukas. Na, was geht? Aha. Ja, nicht so viel. Ich habe mir diese App zum Chinesischlernen installiert und probiere das gerade mal aus. Naja, ich übe Zahlen. 1, 2, 3 ist recht einfach. Sun. Aber dann wird's schwieriger. Nee, nur die Sprache. Wenn ich parallel noch die Schriftzeichen lernen müsste, wäre ich sofort überfordert. Wie, warum? Naja, ist doch vielleicht ganz schön, wenn man irgendwas Nettes sagen kann, wenn die beiden zu uns in die Klasse kommen. Tja, so bin ich halt. Ja, genau. Was machst du denn heute noch? Aha. Ja. Nee, ich treffe mich später noch mit Philipp zum Zocken. Okay. Ja. So, mock wie dort. Bis morgen, tschö. Weiter geht's. 7, 8, 9. Sprich mir nach. 7, 8. Jetzt du. 7, 8. Sehr gut. 7, 8. Da kommt Marek ganz schön ins Schwitzen. Denn obwohl er neben Deutsch und seiner Muttersprache Polnisch in der Schule auch noch Englisch und Französisch lernt, gehört Chinesisch nun mal zu einer ganz anderen Sprachgruppe. Ich bin übrigens Opa Joost. Wir kennen uns ja schon von den anderen Geschichten der Alsterdetektive. Einer davon ist Marek, der mit seinen Freunden Lukas, Johanna und meiner Enkelin Coco in eine Klasse einer Hamburger Schule geht. Heute ist der 1. Dezember und die Kinder zählen insgeheim schon die Tage bis zu den Weihnachtsferien. Leider kommt ihnen der Dezember oft besonders lang vor. Denn bevor es ans Weihnachten feiern geht und sich das Jahr dem Ende neigt, stehen noch eine ganze Reihe Klassenarbeiten und Vokabeltests an. Marek weiß gar nicht mehr, wie er das überstehen soll. Aber das größte Ereignis in diesem Monat freut ihn richtig. 2 neue Mitschüler aus China wurden angekündigt, die ab jetzt in Mareks Klasse gehen werden. Übermorgen ist es soweit. Mal sehen, ob Marek bis dahin in ganzen Sätzen sprechen kann. Auf Chinesisch meine ich natürlich. Wie viele Servietten brauchen wir noch, Mama? Wie viel hast du denn jetzt? Naja, die hier. Johanna, die reichen ja noch nicht mal, um einmal alle Tische einzudecken. Ja, okay. Und bitte ordentlich falten, ja? Und beeil dich. In einer Stunde öffnen wir. Ich gebe mir Mühe. Flügelbohnen. Aha. Wie viel Pfund brauchen wir da? Was machst du da eigentlich, Papa?
Ach, ich kontrolliere noch mal die Einkaufslisten. Mit den asiatischen Lebensmitteln kenne ich mich noch nicht so gut aus. Da fällt es mir schwer abzuschätzen, wie viel wir tatsächlich brauchen. Hast du dich denn endlich mit Liu auf Rezepte geeinigt? Ja, wir probieren es jetzt mal mit 5 chinesischen Spezialitäten. Ah. Auf einer Sonderkarte. Ah. Es waren harte Verhandlungen. Unser neuer Hilfskoch hat ganz eigene Vorstellungen. Was, Stefan? Ja. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass sich der Aufwand lohnt und die Gäste dieser Erweiterung unseres Angebots zu schätzen wissen. Und warst du schon mit ihm bei diesem neuen Asialaden? Asialaden? Naja, also, das ist keine kleine Klitsche im Hinterhof, Johanna. Frau Chao hat einen exklusiven chinesischen Warenhandel aufgebaut. Ich war sehr beeindruckt. Eine wirklich nette Frau und sie spricht hervorragend Deutsch. Also, ja, ich war da und deshalb sitze ich hier an der Bestellliste. Moment, Frau Chao? Ich glaube, Chao heißen die beiden Neuen, die in unsere Klasse kommen, auch. Ach, ist das vielleicht die Mutter, Stefan? Ja, das kann sein. Sie hat erzählt, dass ihre beiden Kinder morgen in der neuen Schule anfangen. Es sind übrigens Zwillinge. Ein Junge und ein Mädchen. Oh, das ist ja spannend. Ich rufe sofort Coco an. Oh nein, meine Liebe. Das hat auch noch Zeit, bis ihr euch morgen in der Schule seht. Jetzt sind die Servietten dran. Oh, Mama. Ich dachte, Kinderarbeit sei verboten. Ach, Johanna, du faltest Stoffservietten. Ins Bergwerk schicken wir dich erst in 2 Jahren. Haha, nicht witzig. Am nächsten Morgen. Langsam trudeln die Kinder ein und warten im Gang vor dem Klassenraum auf ihre Klassenlehrerin Frau Menke und natürlich auf ihre neuen Mitschüler aus China. Johanna, Coco und Lukas sitzen mit den Rücken an der Wand auf dem Fußboden und schnacken. Marek ist wie so oft noch nicht da. Na, jedenfalls sind die beiden Zwillinge, meinte mein Vater. Zwillinge? Ah. Wie cool. Eineige? Nein, ein Junge und ein Mädchen. Die Namen weiß ich leider nicht. Oh, ich bin voll gespannt. Ich auch. Das muss ja auch für die beiden total aufregend sein. Mhm. Nicht nur das Land verlassen, sondern auch eine neue Schule, neue Leute. Eine neue Sprache. Ja, aber Deutsch können sie ja wohl. Ich nehme es an, ja. Es wird ja sonst schwierig. Obwohl ich es sehr lustig fände, wenn die Menke ab jetzt mit uns Unterricht auf Chinesisch macht. Ja. Hey. Macht mal Platz. Ihr blockiert den ganzen Gang mit euren Beinen. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen, Thorsten. Du mich auch. Och, nerv nicht, Thorsten. Moin, moin. Oh Mann, Marek, ist das dein Ernst? Was denn? Eine Nikolausmütze? Echt jetzt? Wieso? Ist doch lustig. Habe ich bei so einer Händlerin an der U-Bahn-Haltestelle gekauft. Was willst du denn unseren neuen Mitschülern damit vermitteln? Willkommen in Hamburg. Ich bin hier der Oberhonk. In China feiert man doch gar kein Weihnachten. Und wer Nikolaus ist, weiß man da auch nicht. Eben. Dann erklären wir das auf diese Weise. Da kommt die Menke mit den beiden. Guten Morgen, dürfen wir mal durch? Guten Morgen, danke. So. Hey, hallo. Willkommen bei uns. Oh, das war deutlich. Keine Reaktion. Der Junge hat doch gelächelt. Das galt Marek und seiner Mütze. So, ihr beiden, ihr könnt euch gleich hier vorne hinsetzen. Wir setzen euch erstmal zusammen an einen Tisch. Dann sehen wir weiter. Danke, Frau Menke. So, ein bisschen zügiger, ja? Bitte, Herrschaften. Güljan, Handy weg jetzt, bitte. Philipp, Kopfhörer ab. Dankeschön. Und Marek, die Mütze kannst du dir für die Pause aufheben, ja? Danke. Wieso? Ist doch eine Verbesserung. Ich melde mich, wenn mich deine Meinung interessiert. Okay, Thorsten? Ja, ja. Also, ich würde dann ganz gerne mal anfangen, ja? Also, guten Morgen. Guten Morgen. Wie ihr bereits ja wisst, bekommen wir, also wir, ihr, also und ich, also wir alle, wir haben ab heute 2 neue Mitschüler. Meilan und Bailong Chao.
herzlich willkommen bei uns. Wir haben uns ja gestern schon getroffen. Hier, also gemeinsam mit dem Schulleiter Herrn Ziebe und eurer Mutter und haben euch die Schule gezeigt. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass ihr hier seid. Vielleicht möchtet ihr euch kurz vorstellen? Bitte, ja? Ich bin kein Schuhhammer. Woher schaust du schon mal? Du hast nicht, ja. Du schaust hier mit dir leider. Aber. Ja, guten Tag. Ich bin Zhao Meilan. Also Meilan Zhao. In China sagen wir den Nachnamen zuerst. Das ist mein Bruder Bai Lung. Wir kommen aus Shanghai in China. Wir freuen uns sehr, hier zu sein und gemeinsam mit Ihnen in die Schule zu gehen. Sehr schön, Meilan. Aber du kannst die anderen Schüler in der Klasse gern duzen. Ach so, ja. Entschuldigung. Oh, kein Problem. Ihr habt ja gestern auch schon den Stundenplan bekommen. Gibt es denn etwas, was euch besonders interessiert oder Spaß macht? Ich interessiere mich sehr für Naturwissenschaften. Aha. Besonders für Chemie und Physik. Sehr gut, ja. Da habt ihr dann Herrn Weinert und Frau Panayokis als Fachlehrer. Und du, Meilan? Ich freue mich besonders auf den Deutschunterricht. Das wird, glaube ich, schwierig, aber spannend. Toll, ja. Ihr sprecht ja wirklich beide ganz hervorragend Deutsch. Habt ihr das in der Schule gelernt? Nein, bei uns an der Schule gibt es keinen Deutschunterricht. In Shanghai gibt es aber ein sehr gutes Angebot an deutschen Sprachkursen. Aha. Ja, Coco? Wie lange lernt ihr denn schon Deutsch? Seit 3 Jahren. Ah, toll. Ich wüsste nicht, ob ich so gut Chinesisch sprechen könnte nach 3 Jahren. Das glaube ich schon. Chinesisch ist nicht so schwer, wie viele Leute denken. Aha. Ich finde die deutsche Grammatik viel schwerer. Ach, wirklich? Ja, es gibt zum Beispiel keine Artikel im Chinesischen. Aha. Und keine Vergangenheitsform von Verben. Oder Zukunft. Ja, man konjugiert die Verben nicht wie im Deutschen. Aber die Schriftsprache ist natürlich ganz anders. Ja, das stimmt. Marek, ja? Bedeuten denn eure Namen etwas? Ich habe gehört, dass im Chinesischen viele Namen eine symbolische oder poetische Bedeutung haben. Genau. Mein Bruder heißt zum Beispiel Bai Lung. Das bedeutet weißer Drache. Aber das gilt nicht für alle Namen. Manche werden auch einfach nach ihrem Klang ausgewählt. Aber Meilan bedeutet schöne Orchidee. Also, das steht für Schönheit. Ja, ja. Passt ja. Chinesische Namen sind oft auch recht schwer auszusprechen für Menschen, die nicht aus Asien kommen. Deshalb geben sich viele Chinesen auch zusätzlich westliche Namen. Meilan nennt sich dann zum Beispiel oft Mary und ich nenne mich George. Faszinierend. Ich sehe, es gibt hier noch mehrere Wortmeldungen, aber ich möchte euch bitten, das dann in der Pause zu besprechen. Wir müssen jetzt langsam mal mit dem Unterricht anfangen. Vielleicht können Meilan und Bai Long ja auch mal eine Stunde Chinesisch für Anfänger machen. Ja, sehr gerne. Prima. So, dann schlage ich vor, wir kommen jetzt mal zu den Hausaufgaben. Thema Essay schreiben. Wer möchte denn vorlesen? Und, wie ist euer Eindruck nach den ersten beiden Schulstunden? Oh, sehr gut. Jetzt bin ich auch ein wenig ruhiger. Ich war doch ziemlich nervös heute Morgen. Oh, war ich auch, als ich neu in die Klasse kam. Aber es ist ja noch eine völlig andere Hausnummer, wenn man aus einem ganz anderen Land kommt. Sogar von einem anderen Kontinent. Stimmt, es ist schon aufregend. Aber mir gefällt es bisher. Die Lehrerin scheint sehr nett zu sein. Naja, nett vielleicht, aber auch etwas verrückt. Wirklich? Ja, das werdet ihr noch merken. Ihr könnt auf jeden Fall froh sein, dass die Menke nicht so ein idiotisches Kennenlernspielchen mit euch machen wollte. Oh Mann, Peter, sagst du was? Ja. Ich hatte echt Angst, dass das jetzt kommt. Also, vielleicht hat sie eingesehen, dass das niemand, also wirklich niemand, außer ihr machen will. Was für ein Spielchen?
Naja, es gibt so alberne Spielchen, um andere Leute in einer Gruppe besser kennenzulernen. Da wirft man sich zum Beispiel Bälle zu und sagt den Namen und, ach, was weiß ich, die Lieblingsfarbe. Oder das, wo man sein Hobby pantomimisch darstellen muss. Wisst ihr noch, als dieser dürre Referendar mit dem Vollbart da war und wir das machen mussten? Oh, ja, genau. Ja. Naja, schwimmen kann man sehr einfach vormachen. Du schwimmst gern? Dann wende dich vertrauensvoll an Lukas. Ah, ist das auch dein Hobby? Ja, ich bin im Schwimmverein. Nicht so ehrgeizig, aber es macht mir Spaß. Wie ist denn Shanghai so, wo ihr herkommt? Ist eine sehr große Stadt, oder? Ja, das kann man sagen. Mit den umliegenden Stadtbezirken sind es mehr als 20 Millionen Menschen. Wow, dagegen ist Hamburg ja ein Dorf. Was heißt denn Dorf auf Chinesisch? Zunzhuang. Wieso fragst du, Thorsten? Wieso? Ist doch interessant, wie das auf Chinesisch klingt. Und habt ihr da mitten in der Stadt gewohnt oder weiter draußen? Nicht direkt im Stadtzentrum, aber in einem der vier Stadtbezirke, die direkt daran anschließen. Es gibt dann noch fünf weitere, die weiter draußen im ländlichen Umland liegen. Shanghai hat auch einen großen Hafen, nicht wahr? Ja, es ist sogar der größte Containerhafen der Welt. Oh, ja, das hat mein Vater auch... Und was heißt Hafen auf Chinesisch? Gangkou. Ach so, bevor wir alle auf euch einreden, sollten wir uns vielleicht auch erstmal vorstellen. Ich heiße Coco. Das sind Johanna, Marek und Lukas. Ich bin Lucia. Und ich heiße Pete. Oh. Ach so, bei euch gibt man sich nicht die Hand. Ihr verbeugt euch zur Begrüßung, oder? In Großstädten wie Shanghai ist es üblich, die Hand zu geben. Und ich heiße Thorsten. Und was heißt Hand auf Chinesisch? Boah, Thorsten, was willst du? Ein Wörterbuch schreiben? Was denn? Ich bin halt kulturell interessiert. Aha. Das kannst du ja gleich in Französisch unter Beweis stellen. Dein kulturelles Interesse. Oh, Mist. Und ich wollte doch noch die Hausaufgaben von jemandem abschreiben. Gib mal schnell her. Nach der letzten Stunde packen die Kinder ihre Sachen und strömen aus dem Schulgebäude. Meilan und Bailong verabschieden sich zügig. Sie müssen sich beeilen, denn ihre Mutter wartet bereits mit dem Auto vor der Schule. Ein Großeinkauf steht an und die beiden müssen helfen. Die Alsterdetektive stehen noch eine Weile vor der Schule zusammen und lassen den Vormittag Revue passieren. Oh, das war heute bestimmt ganz schön aufregend für die beiden. Mhm. Ja, glaube ich auch. So viele neue Gesichter und Namen, die man sich merken muss. Und alle beobachten einen ständig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da so cool geblieben wäre, wenn ich jetzt plötzlich in Shanghai zur Schule gehen müsste. Ja, auf jeden Fall haben sie sich tapfer geschlagen. Ich finde die beiden wirklich nett. Habt ihr gesehen, wie cool Meilan zeichnen kann? Sie hat mir ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen aufgeschrieben. Und dazu hat sie mir diese Vögel gezeichnet. Wow, das sieht ja toll aus. Wie ein kleines Kunstwerk. Das ist ein Kranich, oder? Ja. Sie hat doch voll die schöne Handschrift, finde ich. Du hast sie wohl die ganze Zeit beobachtet, was? Hä? Was? Nee. Ich glaube schon. Du bist ja auch in der Pause kaum von ihrer Seite gewichen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ach, was? Kann es sein, dass du Meilan ein bisschen gut findest? Nee. Ich wollte halt höflich sein und... Marek wird rot, Marek wird rot. Du bist rot. Ist doch okay, ich finde sie auch süß. Ach ja? Mhm. Interessant. Oh je, jetzt gibt es gleich einen Kampf der Rivalen. Eher nicht. Sollen wir mal los? Mhm. Mir wird langsam kalt. Du hast aber schon mal was von Handschuhen gehört, oder? Schuhe für die Hand? Du bist blöd. Was macht ihr denn heute noch? Irgendwas Spannendes? Ich habe Opa Jost versprochen, dass ich mit ihm in den Baumarkt gehe. Mhm. Er will da irgendwelche Sachen für seine Buddelschiffe kaufen und hat mich gebeten, ihm beim Tragen zu helfen. Wie viele von diesen Schiffen hat er eigentlich mittlerweile? Oh, ich habe den Überblick verloren. Es sind ja nicht nur die, die er auf der Ani 2 hat, sondern er hat auch viele verschenkt. Allein wir haben bestimmt 10 Stück zu Hause. Die sind aber alle auf dem Speicher. Kaum zu glauben, dass er die alle selbst baut. Ja, er steckt da unglaublich viel Zeit und Liebe rein. Ich hätte dafür nicht die Geduld. Diese kleinen Schiffe zusammenbauen und dann in die Flaschen zu friemeln, was für ein Tüdelkram. Ich habe ja einmal dabei zugesehen.
Respekt, sage ich da nur. Was machst du denn, Johanna? Ich treffe mich nachher mit Frau Zierke. Ach echt? Wie geht's ihr denn? Mit wem? Hast du das schon vergessen, Marek? Frau Zierke, die nette alte Dame, die uns damals bei der Sache mit den Kampfhunden geholfen hat. Ach ja, klar. Es geht ihr sehr gut. Sie ist immer noch ziemlich fit. Sie engagiert sich nach wie vor für den Tierschutzverein. Und was macht ihr, also Frau Zierke und du? Ich habe bei uns in der Gegend Decken und Futterdosen gesammelt, als Spende. Oh. Ach, wie cool. Ja, da kam einiges zusammen. Und die können das wirklich gut gebrauchen. Es gibt ein paar Tierheime, die Bedarf haben. Aber auch Privatleute mit Haustier, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Die Freiwilligen im Tierschutzverein verteilen die Sachen dann. Frau Zierke auch? Ja, sie auch. Sie gondelt dann mit ihrem kleinen Fahrrad durch die Gegend. An Weihnachten sind die Leute immer ganz besonders spendierfreudig. Ich habe schon überlegt, ob ich ihr beim Verteilen helfen soll. Vielleicht können wir da auch helfen. Ich frag sie mal. Nur gegen Bezahlung. Du darfst eine Dose Katzenfutter behalten, Marek. Da kommen ja Coco und Lukas. Und direkt dahinter Melan und Bailon. Hey, morgen. Moin, ihr zwei. Hallo. Na, Coco, was hattest du im Stiefel? Einen großen Schoko-Nikolaus und natürlich die üblichen Mandarinen und Nüsse. Und ein neues Handy-Ladekabel. Das alte hatte einen Wackler. Ich hatte einen Haufen Marzipankartoffeln im Schuh. Ich stehe da drauf. Und, schon welche gegessen? Mir ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Ich hab's wohl übertrieben. Oh. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Guten Morgen. Oder besser, Zao Shang Hao. Oh, das hast du gut ausgesprochen. Danke. Ich wollte euch nicht belauschen, aber hast du eben gesagt, du hattest Kartoffeln im Schuh, Lukas? Nur Marzipankartoffeln. Oh, ist das eine besondere Sorte? Kennt ihr Marzipan? Das ist so eine süße Masse aus Mandeln, oder? Ja, aus Mandeln, Puderzucker und meist auch etwas Rosenwasser. Rosenwasser? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Also eine Süßigkeit? Genau. Und die gibt's in allen möglichen Formen, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Es gibt Marzipanschweine, Marzipanbrote. Die sind dann so länglich, mit Schokolade überzogen. Und wenn es so kleine Kugeln sind, die außen herum leicht bräunlich aussehen, dann nennt man sie Marzipankartoffeln. Aber wieso hattest du die im Schuh? Heute ist doch Nikolaus. Oh, ach so. Das gibt's in Shanghai vermutlich nicht. Nein. Das geht zurück auf die Legende des Bischofs Nikolaus von Myra. Der hat die Kinder beschenkt oder so. Jedenfalls stellen am Abend vor dem Nikolaustag die Kinder ihre Schuhe vor die Tür. Ihre geputzten Schuhe. Ah, darauf legt mein Vater Wert. Ja, sie stellen ihre geputzten Schuhe oder Stiefel vor die Tür. Und der Nikolaus kommt dann in der Nacht und legt ihnen Süßigkeiten, Nüsse, Orangen und kleine Geschenke hinein. Allen Kindern? Nur den Braven. Aber wir waren natürlich alle brav, oder? Ganz offensichtlich. Bei mir waren sogar zwei Bücher im Stiefel. Und ich musste die Schuhe gestern gründlich putzen. Als ich kleiner war, habe ich das total gern gemacht. Da habe ich dann sogar noch die Schuhe meiner Eltern mitgeputzt. Was, echt? Ja. Oh, mein Vater würde dich adoptieren, wenn er das wüsste. Naja, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit gegeben. Ich habe heute andere Hobbys. Lebensmittel in Schuhe stecken. Das würde in Shanghai niemandem einfallen. Aber ich finde es einen lustigen Brauch. Dafür finden Leute von hier einige Lebensmittel aus China sicher sehr merkwürdig. Zum Beispiel die tausendjährigen Eier. Och, was ist das denn? Das klingt aber nicht gesund. Das sind rohe Enteneier, die 3 Monate in einer Art Brei aus verschiedenen Zutaten eingelegt werden. Aha. Teeblätter, Salz, gebranntem Kalk, Zitrone, naja. Es gibt verschiedene Rezepte für den Brei. Oh, krass. Aber kommt, wir müssen. Mein Vater hat mir mal davon erzählt. Das Ei verändert sich dann komplett. Das Eigelb wird grün und das Eiweiß so orange, nicht wahr? Genau. Und dann sind sie monatelang haltbar und haben einen leicht salzigen Geschmack. Und das ist dann, zu welchem Anlass isst man das? Gerne als Vorspeise oder Snack. Mit Sojasauce und Ingwer dazu. Kommt, wir müssen da entlang. Wir haben Musik in der ersten Stunde.
Ach übrigens, wir wollen nach der Schule über den Weihnachtsmarkt am Gerhard-Hauptmann-Platz laufen. Kommt ihr mit? Oh, Weihnachtsmarkt. Das sind diese kleinen Holzhütten, wo man Weihnachtsschmuck und Mützen und sowas kaufen kann. Sehr gern. Und ganz viel zu essen. Gebrannte Mandeln, Bratäpfel, heiße Maroni. Oh Mann, jetzt bekomme ich Hunger. Welch Überraschung. Hey, dann könnten wir ja danach bei Herrn Strasser im Rathaus vorbeigehen. Vielleicht hat er Zeit. Stimmt, er war nämlich total interessiert, als wir ihm angekündigt haben, dass wir neue Mitschüler aus Shanghai bekommen. Genau. Habt ihr Lust? Wer ist Herr Strasser? Ein Politiker, den wir gut kennen und der uns schon ein paar Mal geholfen hat. Und wir ihm? Ja? Ja. Wieso das denn? Das erzählen wir nachher. Der Schulze steht schon da vorne. So, setzt euch alle mal. Hallo, Milan. Neu, ihr bitte auch. Die Mönckebergstraße ist die große Einkaufsstraße hier bei uns in Hamburg. Sie führt vom Hauptbahnhof bis runter zum Rathaus. Und im Dezember sind in der Fußgängerzone dort Buden des Weihnachtsmarktes aufgebaut. Unter anderem sehr gemütlich am Gerhard-Hauptmann-Platz. Meilan und Weilong sehen sich staunend um und machen viele Bilder mit ihren Handykameras. Der Hamburger Weihnachtsmarkt ist für die beiden etwas sehr Exotisches. Findest du diese Herzen so interessant, Weilong? So etwas habe ich noch nie gesehen. Gibt es solche Lebkuchenherzen nicht bei euch? Ach, das ist Lebkuchen. Gingerbread. Dui. Komm, ich kauf dir eins, Meilan. Und dir natürlich auch, Weilong. Danke. Welches möchtest du denn haben? Es gibt hier nur so doofe Sprüche. Nimm doch das hier, Marek. Für meine Liebste. Okay, ja. Immer noch besser als Kesse Biene. Was bedeutet das? Eigentlich das Gleiche, nur etwas anders ausgedrückt. Dann nehme ich die Kesse Biene. Okay, alles klar. Entschuldigung, ich nehme die beiden hier. Gerne, macht 89. Danke. Danke, Marek. Danke. Müssen wir die jetzt gleich essen? Nein, beziehungsweise das macht ihr, wie ihr möchtet. Aber die meisten Leute behalten die Herzen als eine Art Souvenir. Souvenir? Also als Erinnerung. Ah, okay. Ja, das mache ich auch. Hey! Oh, bitte vielmals um Entschuldigung, junge Dame. Jetzt hätte ich dir fast meinen Glühwein in die Kapuze geschüttet. Ah, schon okay. Ist ja noch mal gut gegangen. Wäre schade drum gewesen. Oh Mann, ich find's tierisch voll hier. Ja, kommt, wir gehen mal weiter. Wir wollen ja noch zu Herrn Strasser ins Rathaus. Das hier findest du schon voll? Ja, und wie? Es sind schon einige Leute hier, aber im Vergleich zu Shanghai ist das nicht viel. Echt? Ja, also auf der Nanjinglu ist es oft so voll, da sieht man kein freies Stück Straße mehr. Ist das sowas wie eine Fußgängerzone? Teilweise ja. Die Nanjingstraße ist eine der lebhaftesten Einkaufsstraßen der Welt. Ja, da gibt es alle Kaufhäuser, die man sich nur vorstellen kann. Aha. Meine Freundin und ich gehen dort öfter hin und schauen, ob es neue Konsolenspiele gibt. Es gibt da so einen Megastore. Oh, ich finde, das klingt stressig. Ich mag es auch nicht so gerne, wenn so viele Menschen um mich herum sind, Johanna. Aber besonders abends ist die Nanjinglu total schön. Da sind alle Häuser und Fassaden beleuchtet. Diese Stimmung mag ich total. Schaut euch den mal an. Schauen ja, aber hören? Mhm. Das ist ja total verstimmt. Wie nennt man das? Das ist ein Leierkasten, Mann. Gehört zu jedem Weihnachtsmarkt dazu. Auch wenn es so schief klingt. Ich glaube, das soll Jingle Bells sein. Ah, das kenne ich, ja. Ich hätte gedacht, dass auf so einem Markt klassische Musik gespielt wird. Klassische Musik? Nein, eigentlich so gut wie gar nicht. Das sind meistens Weihnachtslieder und ab und zu singen auch mal Chöre. Mhm. Bei uns spielt und hört man sehr viel klassische Musik. Vor allem bei Jugendlichen in unserem Alter.
Echt? Ja, das ist bei uns sehr üblich. Es gibt total viele Musikwettbewerbe für Jugendliche und sowas. Wir gehen auch öfter auf klassische Konzerte. Nicht nur mit der Schule, sondern auch mit Freunden. Hm. Ah, das ist hier wirklich anders. In solchen Konzerten sieht man hier oft nur ältere Menschen. Was für klassische Musik mögt ihr denn so? Bei Lung hört gerne Mozart, aber ich mag vor allem Franz Schubert. Ah. Die Winterreise finde ich total schön. Das hätte hier auch ganz gut gepasst. Mhm. Also, ich höre auch noch andere Musik. Ich mag auch Pop. Vielleicht habe ich bis jetzt einfach nur die falsche klassische Musik gehört. Fritz Schubert kenne ich zum Beispiel gar nicht. Franz. Wie? Franz Schubert. Ja. Ich finde, der Leierkastenmann sieht aus wie ein Fritz Schubert. Ja, komm, wir gehen weiter. Das ist ja nicht zum Aushalten. Zum Glück bietet der Weihnachtsmarkt noch angenehmere Musik. So bleiben die Kinder eine Weile vor dem Posaunenchor stehen. Und sowohl die Alsterdetektive als auch ihre chinesischen Freunde sind begeistert. Dann entdeckt Johanna einen Stand mit sehr ausgefallenem Christbaumschmuck und zerrt ihre Freunde dorthin. Oh, ich liebe diesen Stand. Hier habe ich mir letztes Jahr schon was gekauft. Was denn? Diese Gitarren-Christbaumkugel? Oder krass, was ist das denn? Das sind elektrische Kerzen für den Weihnachtsbaum mit einer Flüssigkeit drin. Und wenn die Lichter an sind, dann blubbert die bunte Flüssigkeit. Ah. Bubble Lights heißen die. Woher kennst du sowas? Es gibt nichts, was es in Shanghai nicht gibt. Ich kenne ein Geschäft, wo es fast nur Weihnachtsdekorationen gibt. Also hauptsächlich amerikanische Sachen. Schön bunt und grell. Komm, du findest das doch auch toll. Nein, nicht toll. Aber lustig. Meine Eltern würden wohl eher ganz auf den Baum verzichten, als sowas aufzuhängen. Diese Blubberdinger finde ich auch etwas too much. Aber, oh, guck doch mal. Eine Ratte als Christbaumkugel. Oh. Okay, die musst du kaufen, Johanna. Ja, die ist so cool. Dann sollten wir uns aber mal auf den Weg zum Rathaus machen. Wieso? Ach so, habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe Herrn Strasser vorhin angerufen und gefragt, ob er Zeit hat. Hat er natürlich nicht, aber er will uns trotzdem gern sehen und vor allem euch. Das ist aber nett. Und wann? In einer Viertelstunde. Oh. Er will euch dann auch gern eine kleine Führung durchs Rathaus geben. Oh, toll. Ja, dann lasst uns nicht zu spät kommen. Ich gehe nur eben bezahlen. Oh, Spendensammler. Ja, auch das gehört zum Weihnachtsmarkt dazu. Aber so eine alte Frau? Das machen doch meist jüngere Leute. Mhm. Hallo, habt ihr eine kleine Spende übrig für arme Senioren? Wofür sammeln Sie genau? Oma braucht Hilfe, steht auf der Dose. Richtig, junger Mann. Dieses Projekt unterstützt ein Wohnheim für arme, alte Menschen. Wenn ihr kein Bargeld habt, wir haben auch eine Kontonummer, auf die man Geld überweisen kann. Wartet mal. Danke. Was ist das? Eine Visitenkarte unseres Projekts. Und hier ist noch eine kleine Informationsbroschüre. Ihr wisst vielleicht, dass es viele alte Menschen gibt, die kaum das Nötigste zum Leben haben. So, die Ratte ist gut verpackt und bezahlt. Oh, guten Tag. Guten Tag, liebes Kind. Möchtest du etwas Geld für arme alte Omas spenden? Stell dir vor, es wäre deine Oma, die auf Almosen angewiesen ist. Hä? Meine Omas leben gar nicht mehr. Was sind Almosen? Sowas wie eine kleine Spende aus Mitleid. Ach so. Okay, wir sehen uns die Sache mal an. Hier ist ja auch eine Internetadresse drauf. Und die Kontonummer. Wir überweisen dann gerne etwas, okay? Das ist nett von euch. Vergesst die Alten nicht, sage ich immer. Vergesst die Alten nicht.
Oh, dass die schwere Sammelbüchse überhaupt halten kann. Ja, sie sieht ziemlich gebrechlich aus. Und dieses Kopftuch. So was kenne ich nur von ganz alten Frauen auf dem Dorf bei uns in Polen. Wir sollten wirklich eine Kleinigkeit spenden. Nicht alle älteren Leute haben es so gut wie Opa Jost auf seinem Hausboot. Ja, wir gucken uns das zu Hause mal an. Mhm. Gibt es denn viele arme alte Leute bei euch? Ich weiß nicht so genau. Doch ab und zu liest man was darüber. Da meine Großeltern alle nicht mehr leben, kenne ich hauptsächlich Opa Jost. Ach so, und natürlich Frau Zielke. Die sind ja beide auch noch fit. Körperlich und im Kopf, das hilft. Bei uns ist es sehr wichtig, sich um die Alten zu kümmern. Oft leben mehrere Generationen ganz eng zusammen. Hm. Und die alten Leute werden mit Respekt behandelt. Hier leben viele Alte in Heim- und Seniorenstiften und wie das alles heißt. Was ist mit euren Großeltern? Wir skypen mindestens zweimal in der Woche mit ihnen. Sie leben jetzt in unserer Wohnung in Shanghai. Das passt da einfach perfekt. Und beim Skypen müsst ihr immer die Zeitverschiebung beachten, oder? Wie viel? Oh Mann, apropos Zeit. Wir kommen zu spät zu Herrn Strasser, wenn wir jetzt nicht losdüsen. Oh nein, wenn er schon so nett ist, sollten wir ihn nicht warten lassen. Also dann, einmal Hindernislauf durchs Gewühl. Entschuldigung. Gerade noch rechtzeitig erreichen die Alsterdetektive mit Melan und Bailong das Rathaus. Herr Strasser wartet bereits vor dem Haupteingang. Hallo, Herr Strasser. Hallo, Johanna. Da seid ihr hier. Ja, tut uns leid. Wir sind etwas zu spät. Ach, das macht doch gar nichts. Ich dachte, ich warte einfach hier am Haupteingang auf euch und schnappe dabei ein bisschen frische Luft. Aber irgendwie bin ich etwas zu dünn angezogen. Das sind Meilan und Bailong. Guten Tag, Herr Strasser. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen bei uns in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie uns das Rathaus zeigen. Na, gerne doch. Und ich bin sehr neugierig, was ihr mir von Shanghai zu erzählen habt. Aber kommt, wir gehen jetzt erstmal rein und ich zeige euch ein bisschen was. Herr Strasser führt die Kinder durch die Eingangshalle. Zufällig singt hier gerade ein Kinderchor Weihnachtslieder vor einem riesigen Tannenbaum voller Lichterketten, Kugeln und so weiter. Meilan ist ganz entzückt und würde am liebsten in Ruhe zuhören. Das traut sie sich aber nicht zu sagen, denn Herr Strasser führt seine Besucher schnell weiter ins Innere des Rathauses. Wahrscheinlich auch, weil es ihm hier in der Halle doch etwas zu kalt ist. Durch die sogenannte Diele, eine große Säulenhalle, geht es weiter über die Treppe zum Bürgerschaftsflügel. Dort zeigt er den Kindern den großen Plenarsaal, wo die Abgeordneten der Bürgerschaft regelmäßig zusammenkommen. Die chinesischen Gäste sind schwer beeindruckt. Und sie finden, dass alles etwas älter aussieht, als sie es erwartet hatten. Ein bisschen so wie ein romantisches Schloss, findet Meilan. Klar, das Hamburger Rathaus ist ja auch schon mehr als 120 Jahre alt. Auf dem Rückweg treffen sie im Kaisersaal ein weiteres Mal auf den Kinderchor, der hier bei einem Empfang wieder ein Weihnachtslied zum Besten gibt. Nach einer knappen halben Stunde voller bunter Eindrücke versammeln sie sich schließlich in einem Büro. Während es sich alle gemütlich machen, schiebt Herr Strasser wortlos eine Dose mit Keksen über den Tisch in Richtung Marek. Ist die für mich? Na klar. Hier, ich mach sie dir sogar noch auf. So, bitteschön. Ich weiß doch, wie gerne du die magst. Und die anderen dürfen sicherlich auch zugreifen, wenn du es erlaubst. Na klar. Das ist ja schön, dass ihr gerade in der Vorweihnachtszeit zum ersten Mal hier seid. Ich finde Hamburg dann immer besonders stimmungsvoll. Ja, es ist wirklich schön. Bei uns feiert man ja kein Weihnachten und deshalb kennen wir auch so etwas wie die Adventszeit nicht. Oder den Weihnachtsmarkt. Den fand ich total schön. Ja, ich mag unsere Weihnachtsbräuche eigentlich auch sehr gerne. Und auf den Heiligen Abend freue ich mich ganz besonders. Haben Sie auch einen Weihnachtsbaum? Ja, dann schon. Wir müssen den noch kaufen. Das machen wir immer erst auf den letzten Drücker, weil ich gerade in der Vorweihnachtszeit besonders viel zu tun habe.
Und manchmal sind dann die richtig schönen schon weg. Meine Eltern streiten sich immer darüber, wo genau der Baum im Wohnzimmer stehen soll. Das ist bei uns kein Problem. Ich überlasse das alles meiner Frau und meinen Kindern. Auch das Dekorieren des Baumes übernehmen die anderen. Was gibt's denn bei Ihnen an Weihnachten zu essen? Ja, stimmt. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, welches Festessen es am Heiligen Abend gibt. Also, bei uns gibt es ein typisch norddeutsches Gericht, nämlich Grünkohl mit Pinkel. Was? Mit was? Pinkel. Pinkel, ja, das ist wahrscheinlich ein Wort, was ihr noch nicht kanntet. Genau. Pinkel ist eine geräucherte und sehr grobkörnige Wurst. Die schmeckt toll, also wenn man gerne Fleisch isst. Also bei uns gibt es eigentlich jedes Jahr was anderes. Mein Vater versucht immer, unterschiedliche internationale Weihnachtsspezialitäten zu machen. Das ist eine schöne Idee. Ich habe ja auch schon einmal bei euch im Indigo ein Weihnachtsessen genossen. Das war toll. Was gibt es denn bei euch zu Weihnachten, Marek? Bei uns gibt's ein traditionelles polnisches Weihnachtsmenü. Das besteht aus 12 Gängen. Ach du liebe Güte, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Naja, wir helfen ja alle mit. Das wird schon Tage vorher vorbereitet. Oft geht es mit einer Rote-Bete-Suppe los, dann gibt's gefüllte Nudeln, Kraut, Bohnen, viel Fisch, vor allem Karpfen, nur kein Fleisch. Ah ja, von dieser katholischen Tradition habe ich schon einmal gehört. An Weihnachten wird wohl sehr viel gegessen. Oh je, wohl wahr. Obwohl es natürlich auch noch um etwas anderes geht. Ja, um die Geschenke. Okay, es ist das Fest der Liebe. Wie ist das denn bei euch? Was sind denn die wichtigsten Festtage in Shanghai? Und wie werden die gefeiert? Also, das chinesische Neujahrsfest ist uns wirklich wichtig. Silvester, meinst du? Ihr nennt das so, ja. Da gibt es ein riesiges Feuerwerk und eine tolle Lichtershow an den Gebäuden in der Stadt. Das würde ich wirklich auch gern mal erleben. Ich war schon mal in Shanghai, aber leider nicht zum Jahresende. Diese beeindruckende Stadtkulisse und dann dieses aufwendige Feuerwerk am Himmel, das ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Besonderes. Manchmal gibt es dazu auch ganz tolle Musik. Letztes Jahr habe ich übrigens den Generalkonsul der Volksrepublik China hier in Hamburg beim sogenannten Mondfest getroffen. Und der schwärmte auch ganz besonders von dem Feuerwerk in Shanghai. Was ist denn ein Generalkonsul? Das ist der offizielle Vertreter der Volksrepublik China hier bei uns in Hamburg. Und was ist das Mondfest? Das könnt ihr beiden bestimmt besser erklären. Mondfest? Tamenshiji Zhongqiujie. Ach so. Das Mondfest hat eine lange Tradition. Man feiert den 15. Tag im 8. Monat des traditionellen Mondkalenders. Man nennt es auch das Mitherbstfest. Dabei wird der Mond geopfert, wie man sagt. Und der Generalkonsul hat Sie zum Mondfest eingeladen? Ja, ich treffe mich immer wieder mit ihm. Mal feiern wir gemeinsam, an anderen Tagen diskutieren wir in Ruhe darüber, wie unsere beiden Länder mit Kritik von Bürgern umgehen oder wie es um die Handelsbeziehungen zwischen Hamburg und China steht. Denn per Schiff und Zug kommen unglaublich viele Waren aus China in unserer Stadt an. Beziehungsweise verlassen sie zum Beispiel nach Shanghai. Johanna, du guckst so skeptisch. Ich denke immer noch über das Feuerwerk nach. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut. Wieso? Das sieht doch toll aus. Ja, aber das ganze Geballer erschreckt die Tiere und die Böller machen nur Dreck. Ach so. Ja, in Deutschland wird das jedes Jahr immer wieder diskutiert. Es ist schon eine Belastung für die Umwelt und letztendlich natürlich wirklich sehr viel Geld, was da buchstäblich in den Himmel geschossen wird. Nirgends geben die Menschen mehr Geld dafür aus als in Deutschland. Eigentlich würde doch so eine Lichtershow reichen. Ja, wahrscheinlich täte es das auch. Ach, ich finde das schon ganz cool mit dem Feuerwerk. Ich auch. Und mit den Böllern kann man auch viel Spaß haben. Du meinst, wenn du uns welche vor die Füße schmeißt? Zum Beispiel. Oh, mach da bloß keinen Mist, Lukas. Jedes Jahr an Silvester sind die Notaufnahmen voll von Leuten, die sich beim Böllern verletzen. Keine Sorge, dafür nehme ich nur Knallerbsen. Bin mal gespannt, wie das wird dieses Jahr in Hamburg. Immerhin kommen die meisten Knaller und Raketen aus deiner Heimat. Passt doch. Naja, mit eurem Feuerwerk können wir jedenfalls nicht mithalten. So. Und jetzt muss ich euch aber rausschmeißen. Ich habe noch einen Termin. Aber es war schön, euch mal kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Am folgenden Tag nach der Schule sind die Kinder bei mir auf dem Hausboot. Schon im letzten Jahr hatten sie sich in ihrer Zentrale zum Weihnachtsbasteln getroffen und auch meinen Vorrat an Bastelmaterial und Werkzeug eifrig genutzt. Ich fand, dies könnte eine schöne Tradition werden und so setzen wir das in diesem Jahr fort. Meilan und Bailong sind auch mit von der Partie und lassen sich die Vanillekipferl und Zimtsterne schmecken, die ich extra gebacken habe. Also, diese Plätzchen, das sollten wir in China als Tradition übernehmen. Die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Oh, vielen Dank. Das Rezept ist noch von meiner Mutter. Irgendwann muss mir Coco das mal abtippen. Der Zettel ist handgeschrieben und an einigen Stellen inzwischen kaum noch lesbar. Klar mache ich das. Unbedingt. Dieses Rezept muss der Nachwelt erhalten bleiben. Was bastelst du da eigentlich, Marek? Tja, ich hoffe, das wird mein Setzkasten. Für meine kleine Schwester. Und was ist ein Setzkasten? Das hängt man an die Wand und kann lauter Krimskrams darin sammeln. Und glaub mir, sie hat Massen davon. Kleine Figürchen und Muscheln und Steine und was weiß ich. Aber es sind alles ihre Schätze. Das ist aber nett von dir, sowas für sie zu machen. Ach, ja, naja. Mal sehen, ob das überhaupt was wird. Was denn? Sieht doch schon gut aus. Übrigens ist ein Setzkasten ursprünglich ja gedacht gewesen für die Buchstaben aus Blei, die Setzer früher zum Drucken gebraucht haben. Ach echt? Ich dachte, das Wort kommt daher, dass man da Figuren in die Fächer hineinsetzt. Nein, Coco hat schon recht. Mein Onkel hat in einer Druckerei gearbeitet. Da wurde das alles noch von Hand gemacht. Kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und du, Lukas? Bastelst du nicht so gern? Doch. Genau, Lukas. Wieso hockst du die ganze Zeit am Laptop? Ihr müsst wissen, eigentlich ist gerade Lukas der Bastler von uns. Oh, und er hat auch die Geduld dafür. Wenn ich mich noch einmal bei diesem ganzen Fitzelkram hier verschneide, dann werfe ich alles in die Ecke. Ach, ich wollte doch diese Website checken von dem Oma-braucht-Hilfe-Projekt, für das die alte Frau gesammelt hat. Okay, ich brauche jetzt definitiv eine Pause. Lass mal gucken, Lukas. Wie sieht das Hilfeding aus? Tja, ich weiß nicht so richtig. Die Website sieht genauso unprofessionell aus wie die Visitenkarte, die sie uns gegeben hat. Zeig mal. Okay, naja. Wenn das so ein Verein ist, haben die sicher nicht das Geld für gutes Webdesign. Das glaube ich auch. Ja, aber das ist auch alles ziemlich schwammig formuliert, finde ich. Und irgendwie kommt mir die Adresse von diesem Wohnheim bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher. Ja, dann lassen wir es eben gut sein. Wir müssen daher kein Geld spenden. Ich weiß nicht. Ich finde, es ist schon wichtig zu helfen, wenn man kann, aber irgendwas stört mich. Ich bin immer noch fasziniert von Ihrem Weihnachtsschiff. Herr, Verzeihung. Ihr könnt auch ruhig Opa Jost zu mir sagen. Das gefällt mir am besten. Oh, das ist nett. Also, dieses Schiff, diese Beleuchtung und dieser winzige Weihnachtsbaum an Deck. Da hast du dich selbst übertroffen, Opa. Der Kunstschnee sieht total echt aus. Ich würde zu gern mal zusehen, wie so ein Schiff in die Flasche reinkommt. Wirklich? Das ist kein Problem, Melan. Wenn ich das nächste Projekt soweit fertig habe, gebe ich dir Bescheid, bevor ich es in die Buddel manövriere. Dann kannst du zugucken. Das wäre toll. Ich hab... Erschreck mich doch nicht so. Was hast du? Ich weiß jetzt, woher ich die Adresse kenne. Geht es immer noch um das Heim für alte Leute? Ja. Meine Mutter hat die Straße öfter erwähnt in letzter Zeit. Ach so. Da entsteht irgendein Projekt, welches ihre Firma bearbeitet. Lukas' Mutter ist Architektin. Aha. Okay. Und? Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es in der Straße nur Bürogebäude. Also, das ist so ein ziemlich neues Viertel. Ich frag sie noch mal genauer. Lass es doch gut sein. Nee, ich muss das wissen. Wenn du meinst, ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, was wir nicht lassen sollten, ist der Punsch. Den hätte ich fast vergessen. Der steht auf dem Herd und ist bestimmt schon mehr als heiß. Wollt ihr alle was? Punsch? Ist das nicht mit Alkohol? Ah, meine Variante doch nicht. Keine Sorge. Er ist mit Apfel, Zimt, Nelke und so weiter. Der bringt euch nur in Weihnachtsstimmung. Mehr nicht.
Dann sehr gerne. Oh ja, ich auch. Einmal Punsch für alle. Ich helfe dir, Opa. Nunken Ding, Schütter Jerma. Schütte, Tabar DJ Xiangqi de Gausselo, wo Anisha Ling. Ja? Guten Morgen, Frau Nolde. Mei Lan und Bai Lung hier. Wir wollen Johanna abholen. Oh je, sie ist noch nicht ganz fertig. Kommt doch rein. Die Jürgen Tüber, wo dann, Jürgen? Okay. Guten Morgen. Will dein Bruder nicht mit hochkommen? Nein, er wartet lieber draußen. Wer möchte? Hereinspaziert. Das kann allerdings eine Weile dauern. Johanna ist doch im Bad. Ich ziehe die Schuhe aus. Das ist ja lieb. Ja. Toll, dass es heute Nacht richtig geschneit hat. Aber auf den Schneematsch könnte ich verzichten. Johanna? Meilan ist hier. Komm ruhig rein, ich bin gleich fertig. Ich weiß nicht. Moin. Wartet Belong unten? Ja. Ich muss dann auch noch ins Bad, Johanna. Machst du mal ein bisschen zügig? Ja. Das Augenrollen kannst du dir sparen. Das ist ein schöner Pulli. Danke. Komm rein, setz dich. Ich muss mich noch kurz schminken. Du schminkst dich? Ja, so ein bisschen an den Augen. Ich finde das ganz cool mit diesem Lidschatten. Ja, sieht gut aus. Aber meine Mutter ist dagegen. Keine Diskussion, keine Chance. Meine Mutter war auch nicht so begeistert. Aber ich mach's ja auch nur ein bisschen. Und es muss mir ja gefallen. Und nicht ihr. So, fertig. Oh, Mist, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Warte, ich hol nur schnell meinen Rucksack. Willst du nicht noch etwas frühstücken, Johanna? Keine Zeit. Komm, ich schmiere dir ein Brot. Nein, danke, Mama. Ich habe jetzt echt keine Zeit mehr. Aber du musst doch irgendwas essen. Habt ihr heute nicht diesen Vokabeltest? Ja, ich kaufe mir was am Kiosk in der ersten großen Pause. Also, gut finde ich das nicht. Ich weiß, Mama, aber ich hab dich trotzdem lieb. Mach, dass du rauskommst. Wiedersehen, Frau Nolde. Tschüss, Meilan. Tschüss. Guten Morgen, Bailong. Alles klar? Guten Morgen. Ja, bei dir? Ja, alles gut. Sorry, dass ich etwas zu spät bin. Kein Problem. Wir haben es ja nicht mehr weit. Heute Nacht hat es tatsächlich geschneit. Ich dachte eigentlich, das passiert nicht so oft in Hamburg. Tut es auch nicht. Aber irgendwie toll, wenn es dann mal passiert. Filippo reagiert dann allerdings komisch. Seine kleine Schnauze zuckt dann immer so lustig, wenn ihn die Schneeflocken treffen. Ich glaube, das kitzelt ihn. Lässt du ihn dann auch im Schnee rumlaufen? Früher manchmal. Aber so richtig aktiv ist er dann nicht. Wahrscheinlich ist es ihm zu kalt an den Pfoten. Er ist lieber im Käfig. Da hat er Platz und es ist kuschelig. Ich finde Ratten toll. Ich bin nämlich im Jahr der Ratte geboren. Aha. Unser Nachbar in Shanghai hat eine Katze. Die hat er manchmal im Park hinter unserem Wohnblock laufen lassen. Im Winter. Einmal hat es geschneit und die Katze ist wie so eine Ballerina durch den Schnee gelaufen. Ah, gestarkst. Wie? So nennt man das, wenn man so hier läuft. Na, Johanna, was wird denn das? Ein neuer Ausdruckstanz? Oh, moin, Thorsten. Der Morgen war so schön bis jetzt. Hallo. Hey. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ist dir deine Ratte übers Gesicht gelaufen oder was hast du da in den Augen? Sieh doch einfach nicht hin, wenn es dich so belastet, Thorsten. Das wäre mir auch am liebsten. Coole Mütze, Meilan. Die gefällt mir total gut. Ja? Danke. Ist die aus Shanghai? Ja, die hat meine Oma gestrickt. Die Farbe passt total gut zu deinen Haaren und zu deinen Augen. Ja. Aber du hast ja sowieso nur coole Klamotten. Du siehst in allem toll aus. Ey, Mann! No, sorry. Er sollte eigentlich Johanna treffen. Hallo, Marek. Ja, wer es glaubt.
Mach das noch einmal und es gibt tierisch Ärger, du Lauch. Hey, ich hab doch gesagt, dass es ein Versehen war. Du mich auch. Bis später, Melan. Was wollte der denn schon wieder? Er hat Melan total blöd angeflirtet. Der lässt echt nicht locker, was? Alles okay, Melan? Ja, kein Problem. Es ist nur sehr komisch, weil... Also, naja, man macht das bei uns nicht so. Also, zumindest nicht so direkt und, Plump? Ja. Mit dieser Technik kommt man bei uns normalerweise auch nicht weiter. Es sei denn, man ist genauso blöd wie Thorsten. Ganz ehrlich, wenn er dich nicht in Ruhe lässt, dann knöpfe ich ihn mir vor. Lieb gemeint, Marek. Aber ich glaube, Melan kann sich schon selbst verteidigen. Ja, klar, aber... Also... Der soll ruhig wissen, dass ich ihn auf dem Kieker habe. Danke, Marek. Ich sag Bescheid, wenn ich Hilfe brauche. Ich bin ja auch noch da. Stimmt. Dann gibt's für Thorsten Schneebälle in Stereo. Genau. So, Leute, jetzt müssen wir aber wirklich rennen, sonst schaffen wir es nicht mehr. Mist. Stimmt. Ab geht die Post. Das ist wirklich ein cooles Schwimmbad. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Klar, ab und zu muss ich hier mal her. Die Schule vergessen und mich richtig auspowern. Finde ich gut. Was machen wir mit den Handtüchern? Hier sind so Fächer. Da können wir sie reinlegen. Okay, prima. Dann schnell ins Wasser. Wer zuerst drin ist? Wie sieht's aus? Machen wir ein Wettschwimmen? Wenn du dir das zutraust. Wie viel? 3 Bahnen? Bin dabei. Achtung. Fertig. Los. Lukas ist ein guter Schwimmer, aber gegen Bailong verliert er haushoch. Auch den folgenden Wettstreit im Langstreckentauchen gewinnt der neue Freund aus Shanghai. Wenn auch nur knapp. Aber der guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Die beiden Jungs amüsieren sich noch eine ganze Weile im Wasser und erobern schließlich die beiden Wasserrutschen. Nach 1,5 Stunden haben sie genug und nach einem Abstecher zu den Duschen treffen sie sich in der Umkleide wieder. Ich fasse es echt nicht, wie schnell du bist, Mann. Bist du sicher, dass du nicht einen geheimen Turboantrieb irgendwo versteckt hast? Ganz sicher. Naja, ich war eben jahrelang in der Schwimmmannschaft. Ich bin auch im Verein, aber... Offenbar trainiert ihr in Shanghai anders. Warst du auch bei Wettkämpfen? Natürlich. Warum sollte man sonst in einer Mannschaft sein? Naja, man kann ja auch ein Hobby betreiben, ohne dass die Leistung im Vordergrund steht. Aber dann wird man ja nicht gut darin, oder? In erster Linie soll es doch Spaß machen. Finde ich jedenfalls. Ach so, okay, aber es macht doch keinen Spaß, wenn man nicht besser wird. Oder bei Wettkämpfen nie auf dem Treppchen steht. Ich hatte doch eben Spaß, auch ohne zu gewinnen. Aber beim Judo, da geht's mir ganz anders. Welcher Gürtel? Schwarz natürlich. Wow, nicht schlecht. Dafür spiele ich übrigens erfolgreich Tischtennis. Ja, das kann ich auch. Hast du auch schon Pokale gewonnen? Nein, kann man nicht sagen. Du? Natürlich. Okay, ich bin fertig. Wollen wir gehen? Ja, ich auch. Dann gehen wir mal. Entschuldigung. Entschuldigung. Mama, hast du mein Shampoo? Wie lange hast du denn für den schwarzen Gürtel gebraucht? Ach, ich bin doch nur bis grün gekommen. Und zwar mit Ach und Krach. Ah, gut. Ich war echt geschockt. Also, gut, da wir gerade dabei sind. Ich habe nur einen Pokal vom Tischtennis. Den haben alle Teilnehmer bekommen. Ach, Bailong. Wir beide sind wirklich echte Helden. Während Lukas und Bailong sich nach dem Schwimmen noch ein Fischbrötchen gönnen, trifft sich Marek mit Johanna, Kurke und Melan noch einmal auf der Mönckebergstraße. Marek hatte sich am Telefon etwas undeutlich ausgedrückt, aber die Mädchen vermuten, dass sie ihm beim Kauf eines Weihnachtsgeschenks behilflich sein sollen.
Da seid ihr endlich. Ich friere mir hier einen ab. Bitte untertänigst um Vergebung, dass wir nicht sofort zur Verfügung stehen, wenn der Herr anruft. Du hättest ja auch in ein Geschäft gehen und dort warten können. Ja, ja, schon gut. Hallo, Melan. Siehst du, wie schwer ich es habe? Ehrlich gesagt, nein. Ich sehe schon, mit drei Frauen habe ich keine Chance. Was war denn jetzt so dringend? Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk für Justina. Wer ist das? Meine kleine Schwester. Aber du hast doch den Setzkasten gebastelt bei Opa Joost auf dem Hausboot. Ja, aber irgendwie ist der nicht so richtig cool geworden. Die Rückwand ist jetzt schon locker. Du willst also was ganz anderes schenken? Ja. Nee, also sie soll den Setzkasten schon bekommen, aber vielleicht noch was anderes. Du hast das nicht wirklich durchdacht, oder? Deswegen habe ich ja euch angerufen. Ich brauche Ideen, Vorschläge, Einfälle, und zwar von Frau für Frau sozusagen. Und jetzt. Was mag sie denn gerne? Sag jetzt nicht Setzkästen. Naja, also, ich weiß nicht so genau. Du musst doch wissen, was deine kleine Schwester mag. Irgendwas mit Tieren. Vielleicht. Vielleicht? Als ich Justina das letzte Mal gesehen habe, war sie gerade unterwegs zu einer Freundin und hatte eine Tüte mit Brettspielen dabei. Oh. Wäre das vielleicht ein Hinweis? Johanna, du bist der Knaller. Hm. Ja, genau, Brettspiele. Die mag sie total. Na also, dann haben wir's doch. Wir machen jetzt einen Abstecher zur Buchhandlung, hier um die Ecke. Die haben auch Spiele. Sehr gut, das machen wir. Hm, hier riecht's schon wieder so gut. Was ist das? Das kommt von dem Stand da. Das sind Schmalzkuchen. Schmalzkuchen? Ja. Komm, wir schauen uns das mal an. Moin. Hallo. Wir wollen nur mal schauen, wie Sie die Schmalzkuchen machen. Ganz einfach eigentlich. Den Teig habe ich natürlich schon vorbereitet und fertig gekühlt. Und dann stecke ich die Teigstücke nach Bedarf in die Fritteuse. Ach kommt, ich spendiere uns eine Tüte. Das sieht so lecker aus. Eine Tüte? Komm sofort. Das sieht ein bisschen aus wie Anpan. Das sind japanische Brötchen mit einer süßen Füllung aus Bohnen. Die gab's immer auf dem Markt bei uns. Die Schmalzkuchen sind nicht gefüllt, aber wenn sie frisch sind, schmecken sie total lecker. Und obendrauf muss jede Menge Puderzucker. Ich finde das toll, dass es an Weihnachten so viele unterschiedliche Spezialitäten gibt bei euch. Lebkuchen, Marzipan und diese Schmalzkuchen. Oh. Und gebrannte Mandeln, Printen, Honigkuchen und Schokolade in jeder Größe und Form. Boah, hör auf, Johanna. Jetzt bekomme ich Appetit auf all diese Sachen. So, bitteschön. Lass es euch schmecken. Stimmt so. Firma dankt. Bitte sehr. Hey, Marek, Finger weg. Meylan bekommt den ersten. Entschuldigung. Nein, nein. Nimm du nur, Marek. Nein, Coco hat recht. Der erste ist für dich. Danke. Ladies first. Das ist ja lecker. Ja, so ganz frisch sind die schon was Feines. Jetzt musst du ihn nur noch in den Mund schieben, Marek. Was glotzt du denn so? Da hinten. Seht doch mal. Oh. Da ist diese Oma. Mit dem Kopftuch. Genau. Sie wuselt zwischen den Leuten herum und hält ihnen die Spendenbüchse unter die Nase. Kommt. Wir schauen mal, was sie macht. Ja. Naja, was soll sie schon machen? Spenden eintreiben. Ja, aber irgendwas ist komisch an ihr. Findet ihr nicht? Außer dem Kopftuch, meinst du? Ja. Sie hat ganz moderne Turnschuhe an. Das war mir schon beim letzten Mal aufgefallen. Stimmt. Aber ältere Leute haben das ja öfter. Vor allem, wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Oh, krass. Jetzt hat sie dem kleinen Kind ihre Büchse gegen den Kopf geschlagen. Oh je. Sie entschuldigt sich. Unglaublich, wie frech. War aber wohl nicht so schlimm. Jetzt geht sie weiter, über die Straße. Darüber, in die Seitenstraße. Kommt, wir folgen ihr. Marek, warte! Da, sie geht die Straße entlang. Warte doch mal auf uns, Mann. Du kannst doch nicht so einfach quer über die Straße rennen. Sonst hätte ich sie doch aus den Augen verloren. Los, hinter dem Auto. Was macht sie denn? Sie bleibt vor einem blauen geparkten Auto stehen. Sie steht immer noch vor dem Auto. Klopft an die Scheibe. Die Tür geht auf.
Ein Typ steigt aus. Ein Typ? Ja, so ein junger Typ. Im Jogginganzug. Was machen Sie jetzt? Sie reden miteinander. Dumm, dass wir so weit weg sind. Vielleicht ist das Ihr Sohn, der Sie abholt. Mhm. Ja, bestimmt. Na, jetzt hat sie sich mit dem Typ ein High-Five gegeben. Was? Naja, so in die Hände geklatscht. So hier. Krass. Sie läuft um den Wagen herum. Ganz schön fix. Von wegen alt und gebrechlich. Und das Kopftuch zieht sie auch ab. Oh, jetzt steigt sie ein. Sie fahren weg. Also Leute, ganz ehrlich. Ich weiß, was du denkst, Coco. Ja, hier ist irgendwas faul. Was machst du, Marek? Ich ruf Lukas an. Der soll nach dem Schwimmen noch mal genauer recherchieren, was es mit dieser Adresse auf sich hat. Die Nummer ist doch ganz schön dubios. Am nächsten Morgen haben die Kinder keine Gelegenheit, sich noch vor der Schule zu besprechen. Daher sehnen sie die erste große Pause herbei. Die Doppelstunde Kunst zieht sich wie Kaugummi, zumal sie heute nichts Kreatives machen dürfen, sondern über die Werke berühmter Maler sprechen. Marek muss sich sehr zusammenreißen, nicht mit dem Kopf auf den Tisch zu sacken. Als der Pausengong ertönt, ist er aber der Erste, der aus der Tür flitzt. Meine Güte, ich dachte, das hört nie auf. Jetzt weiß ich über Liebmann jedenfalls mehr, als ich je wissen wollte. Offenbar noch nicht genug. Es ging um Liebermann. Max Liebermann. Tja, Marek, Ohren waschen wäre gut. Oder aufpassen, du Schluffi. Ach, lass mich. Aber wow, du kennst dich ja richtig gut aus, Melan. Europäische Kunstgeschichte hat mich schon immer sehr interessiert. Vor allem die Romantik. Kennt ihr Den Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich? Nö. Klar, das Bild ist toll. Das Original hängt sogar hier in Hamburg, in der Kunsthalle. Echt? Hallo. Wollen wir uns mal wieder um die wichtigen Dinge kümmern? Lukas, wie sieht's denn aus? Hast du was rausgefunden? Genau, du hast gar nichts gesagt heute Morgen auf dem Schulweg. Wir waren ja auch mal wieder spät dran. Zumindest eine Dame. Ja, nur weil Konstantin das Bad blockiert hatte. Nun spann uns nicht auf die Folter, Lukas. Okay. Also, ich konnte gestern Abend mit meiner Mutter reden. Und es ist tatsächlich so. Die Adresse auf der Visitenkarte und der Website, die ist falsch. Falsch? Ja. Dort entsteht absolut kein Wohnheim für arme Seniorinnen, sondern die Firmenzentrale eines großen internationalen Unternehmens. Das Büro meiner Mutter ist schon seit über einem Jahr mit der Planung beschäftigt. Aber das verstehe ich nicht. Irrtum ausgeschlossen? Vielleicht ist es nur ein Druckfehler auf der Visitenkarte. Der gleiche Fehler auch auf der Website? Unwahrscheinlich. Mhm, genau. Außerdem glaube ich nicht, dass in dieses Viertel irgendwer ein Seniorenheim bauen würde. Da gibt es nur Bürohäuser, keine Supermärkte, keine Bäcker, gar nichts. Aber vielleicht sind solche Geschäfte ja auch in Planung. Weiß ich nicht. Hey, Herr Strasser könnte das wissen. Ja. Gute Idee, Johanna. Die Abgeordneten im Rathaus, die kümmern sich ja um die Stadtentwicklung. Was ist das genau? Naja, also wo gibt es große Bauvorhaben? Fließt der Verkehr? Wo soll die U-Bahn langfahren? Wie schützen wir unsere Parks? Sowas in der Art. Aha. Ich rufe ihn gleich mal an. Was meint ihr? Mhm. Ja. Komm, wir gehen ein Stück darüber. Da ist es ruhiger. Hallo, Herr Strasser? Hier ist... Ah, oh. Guten Tag. Eine Mitarbeiterin. Hallo, hier ist Coco von den Alster-Detektiven. Ja, genau. Aha. Mhm, okay. Wann ist der denn wieder im Büro? Wir haben da nur eine Frage. Hallo? Hallo? Was ist? Sie hat aufgelegt. Hä? Warum denn? Vielleicht aus Versehen? Das will ich doch mal hoffen. Probier's nochmal. Hallo? Guten Tag, ich bin's nochmal. Das Gespräch war auf einmal weg. Ah, okay. Ja, kein Problem. Kann ja mal passieren. Also ein Versehen. Ach, tatsächlich, Sherlock. Au. Also, jedenfalls wollte ich fragen, ob Herr Strasser... Was? Nein, nicht verbinden. Hallo? Warteschleife.
Oh Mann, das gibt's doch nicht. Was ist? Jetzt versucht sie, mich zu verbinden. Dabei ist er irgendwo in einer Sitzung. Da will ich ihn doch nicht stören. Ob das ihr erster Tag ist? Ich kenne sie jedenfalls nicht. Moment. Hallo? Ah! Ja, nein, das ist völlig okay, dass das nicht geklappt hat. Ich wollte gar nicht durchgestellt werden. Hören Sie, ich will nur wissen, wann Herr Strasser wieder in seinem Büro ist, weil... Es scheint kompliziert zu sein. Hä? Aber nein, nicht in seinem Anwaltsbüro. Im Rathaus, da wo Sie gerade sitzen. Anwaltsbüro? Ja, Herr Strasser ist hauptberuflich Anwalt. Die meisten Abgeordneten gehen ja noch ihren eigentlichen Berufen nach. Lehrer, Ingenieurinnen und so weiter. Ach so. Ja, genau. Es wäre sehr nett, wenn Sie dafür einen Blick in den Terminkalender... Was? Nein, nein, nicht nächste Woche. Heute. Wann er heute wieder im Büro ist. Wir haben nur eine kurze Frage an ihn und würden vorbeikommen. Es wäre einfacher gewesen, auf gut Glück nach der Schule vorbeizufahren. Entschuldigung, das habe ich eben nicht verstanden. Die Klingel ist zu laut. Nein, nicht bei Ihnen. Hier hat es zur nächsten Stunde geklingelt. Kommt, wir müssen. Mathe steht an. Okay, also um 4 Uhr, meinen Sie? Ja, prima, das schaffen wir gerade so. Ja, danke sehr. Boah, was für eine schwere Geburt. Geburt? Das ist nur so ein Ausdruck, wenn etwas sehr kompliziert gelaufen ist. So wie Mathe gleich für mich. Ich habe die Hausaufgaben vergessen. Oh, Marek. Kurz vor 4 warten die Alster-Detektive zusammen mit Mellan und Bailong in der Eingangshalle des Rathauses. Herr Strasser hatte Johanna per SMS informiert, dass er sie direkt nach einem anderen Termin aus Haus hier abholen würde. Der Schaukasten mit den Fotos der Abgeordneten und Logos der in der Bürgerschaft vertretenen Parteien wecken Mellans Interesse. Marek, der Mellan selten aus den Augen lässt, ist zur Stelle und erklärt ihr, was sie wissen möchte. Das ist etwas mehr Auswahl an Parteien als bei euch, oder? Ja, das stimmt. Alle Parteien haben unterschiedliche Programme. Und alle 5 Jahre können wir entscheiden, wer uns hier im Rathaus vertreten soll. Ab wie vielen Jahren darf man denn wählen? Ab 16. Hast du etwa heimlich gelernt, Herr Strasser, Marek? Da sind Sie ja. Ja, dieses Mal bin ich etwas spät. Hallo, Mellan. Guten Tag, Herr Strasser. Wo ist denn der Rest der Bande? Ne, die sind da hinten. Das nächste Mal gibst du eine Vorwarnung, ja? So direkt am Ohr ist das ganz schön laut. Tut mir leid. Hallo, Herr Strasser. Na, ihr? Hallo. Was habt ihr denn hier besprochen? Marek hat Mellan gerade erklärt, wie die Politik hier im Rathaus funktioniert. Anders als bei uns? Ja, Bailong. Es ist wirklich äußerst spannend, wie unterschiedlich die politischen Systeme auf der ganzen Welt sind. Das hat natürlich viel mit der Geschichte, den Konflikten im Land und mit den Nachbarn, aber auch den Traditionen der jeweiligen Länder zu tun. Aha. Und deshalb empfinden alle Länder genau ihr politisches System auch als die beste Lösung. Auch wenn man das woanders vielleicht nicht so sieht. Und wer hat recht? Ansichtssache. Ich erinnere mich noch gut, als ich das letzte Mal auf einer Delegationsreise in eurer Heimatstadt war, Mellan und Bailong. Da haben wir bis spät in die Nacht mit den chinesischen Kollegen darüber diskutiert, welches der beste Weg ist, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten und in konkrete Politik umzusetzen. Kurz zusammengefasst, einig wurden wir uns nicht. Aber wenn ich mich korrekt erinnere, wolltet eigentlich ihr mir was erzählen, oder? Genau. Es ist nämlich so, dass wir auf der Mönchengladbach... Eifrig und immer wieder von den anderen unterbrochen, berichtet Coco Herrn Strasser von der dubiosen Organisation Oma braucht Hilfe und der seltsamen Frau mit der Spendendose. Herr Strasser hört aufmerksam zu, stellt Fragen und nach verschlechtert sich seine Laune sichtlich. Das klingt wirklich nicht gut. Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Wir erleben so etwas immer wieder, gerade um die Weihnachtszeit. Dass da mit dem Mitleid der Leute echte Schindluder betrieben wird. Schindluder? Also, dass man die Leute ausnutzt. Natürlich gibt es alte Menschen, die arm sind und ihnen zu helfen ist wunderbar, aber vielleicht sehen auch manche eine Chance, Geld zu erschwindeln.
Könnten Sie mal nachfragen, ob unter dieser Adresse hier demnächst der Bau einer Seniorenanlage geplant ist oder was ähnliches? Dann werden wir sicher, ob Oma braucht Hilfe ein echtes Projekt ist oder nicht. Auf dem Zettel? Ja, das bringe ich natürlich in Erfahrung. Ich werde mich mal bei den Abgeordneten aus dem Wahlkreis erkundigen. Vielen Dank, Herr Strasser. Gerne. Ich rufe dich dann kurz an oder schicke euch eine SMS, okay? Das wäre super. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, Herr Strasser. Wiedersehen. Wiedersehen. Nach dem Besuch bei Herrn Strasser müssen sich Lukas und Marek von den anderen verabschieden. Marek muss für die Klassenarbeiten üben, sonst, so behauptet er, sei er definitiv geliefert. Und Lukas hat seinem Vater versprochen, heute noch beim Entrümpeln des Kellers zu helfen. Die Mädchen und die neuen Freunde sollen an dem Fall dranbleiben. Nachdem die beiden Jungs gegangen sind, hat Johanna eine Idee. Kurze Zeit später stehen sie, Coco, Weilan und Bailong, vor der Wohnungstür von Frau Zielke, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins. Ob sie überhaupt zu Hause ist? Tja, das werden wir gleich. Johanna, na das ist ja eine Überraschung. Hallo, Frau Zielke. Oh, und du hast Freunde mitgebracht. Wie schön. Guten Tag, Frau Zielke. Guten Tag. Guten Tag. Coco, hallo. Oh, und wir kennen uns noch nicht. Aber kommt doch erst mal rein. Okay. Zieht eure Jacken aus. Okay. Ihr könnt sie hier hinhängen. Seid ihr etwa schon wieder hier, um Sachen für das Tierheim zu bringen? Na, sehr fleißig. Nein, dieses Mal nicht. Das sind unsere neuen Freunde, Meilan und Bailong. Sie sind neu in unserer Klasse und kommen aus Shanghai. Oh, das klingt ja aufregend. Herzlich willkommen in Hamburg. Dankeschön, das ist sehr nett. Na, dann machen wir es uns erstmal gemütlich. Frau Zielke bittet die Kinder ins Wohnzimmer und stellt, bevor noch jemand protestieren kann, Kakao, Saft und Kekse auf den Tisch. Bevor Johanna zum eigentlichen Grund des Besuchs kommt, fragt Frau Zielke Meilan und Bailong interessiert über deren Heimat aus. Ach, Shanghai ist sicher eine spannende Stadt, nicht wahr? Aber es ist eher das ländliche China, das mich immer fasziniert hat. Die Schluchten, die Flussläufe, die Reisfelder und die Teeplantagen. Ja, da gibt es sehr große Unterschiede bei eigentlich allem. Ach, natürlich. Es ist ja auch ein riesiges Land. Wisst ihr, in meiner Jugend waren Fernreisen nicht so einfach möglich. Aber ich wäre immer gern einmal dorthin gereist. So kenne ich eure Heimat nur aus Romanen. Aber die haben mit dem echten Leben dort vermutlich wenig zu tun. Sie könnten doch jetzt immer noch dorthin reisen, Frau Zielke. Ja, das sagt sich so leicht. Aber in meinem Alter ist es dann aus anderen Gründen nicht mehr so einfach. Aber wer weiß, vielleicht schließe ich mich doch noch einer Reisegruppe für Senioren an und laufe doch mal auf der großen Mauer entlang. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Haben Sie das schon mal gemacht? Also mit einer Seniorengruppe zu verreisen? Ja, allerdings. Neben meiner Arbeit für den Tierschutzverein engagiere ich mich auch für unseren Seniorentreff hier im Stadtteil. Ha. Und da haben wir schon viele Reisen organisiert. Im letzten Jahr zum Beispiel in die Toskana. Da bin ich auch mitgefahren. Wunderschön war das, aber natürlich nicht ganz so weit weg. Und wie ist das für die Senioren? Können die sich denn solche Reisen leisten? Wir haben gehört, dass es auch viele ältere Leute gibt, die da nicht so gut gestellt sind. Oh ja, du hast recht. Das ist in der Tat oft nicht einfach. Zu gesundheitlichen Problemen kommen bei einigen auch finanzielle dazu. Oder es geht ihnen so wie meiner ehemaligen Nachbarin, der Frau Kaiser. Sie wurde Opfer von Betrügern, die sich am Telefon als Verwandte ausgegeben haben und ihr so ihre Bankdaten entlockt haben. Was? Das ist ja fies. Allerdings. Sie hatte sowieso nur eine kleine Rente und die letzten Spargroschen haben ihr diese Ganoven auch noch genommen. Unfassbar gemein. Das kommt gar nicht so selten vor. Gerade alte Leute, die vielleicht schon etwas eingeschränkt sind,
nicht mehr so gut hören zum Beispiel, werden schnell Opfer von Betrügern. Diese Gauner gehen sehr raffiniert vor. Ach, das ist so traurig. Ihre Nachbarin wollte ja sogar noch jemandem helfen und wurde ausgenutzt. Ausgenutzt? Ja, genauso wie es vielleicht unsere Spendensammlerin macht. Die nutzt auch die Hilfsbereitschaft der Menschen aus. Eure Spendensammlerin? Ja, zum Glück ist es nicht wirklich unsere. Wir sind einer Spendensammlerin begegnet, die angeblich für das Projekt Oma braucht Hilfe sammelt. Damit soll ein Heim für arme Senioren unterstützt werden. Und wir glauben, da ist etwas faul. Haben Sie davon denn schon mal was gehört? Oma braucht Hilfe? Ein sehr salopper Titel für so eine Aktion, oder? Nein, das ist mir noch nicht untergekommen. Und ihr meint, das könnte eine Betrügerin sein? Es sieht danach aus. Ah, und deswegen seid ihr als Detektive gefordert. Mhm. Es wäre schön, wenn ihr diesen Gaunern das Handwerk legen könntet, wenn es wirklich um Betrügereien geht. Das haben wir vor. Ja, wisst ihr, es ist nicht nur schade wegen der Opfer, deren Geld auf diese Weise verloren geht. Es schadet allen anderen echten Hilfsorganisationen. Wenn solche Machenschaften bekannt werden, werden die Menschen immer misstrauischer und spenden zum Schluss gar nicht mehr, weil sie Angst haben, ihr Geld könnte in dunklen Kanälen enden. Sowas Ähnliches hat auch Herr Strasser gesagt. Dann leiden vor allem die darunter, die auf Spenden angewiesen sind. Ja, allerdings. Ein Phänomen, mit dem wir auch bei der Tierschutzarbeit immer wieder zu kämpfen haben. Ein Grund mehr, diese Typen zu überführen. Das ist sowas von ein Fall für die Alsterdetektive. Und für ihre neuen Assistenten. Am nächsten Tag macht die gesamte Klasse einen Ausflug nach Planten und Blumen, um dort Schlittschuh zu laufen. Planten und Blumen ist ein großer Park im Herzen Hamburgs. Der Name ist plattdeutsch und bedeutet, wie ihr euch sicher schon gedacht habt, Pflanzen und Blumen. Dort bei den Wallanlagen befindet sich die Arena, eine Rollschuhbahn im Sommer und Schlittschuhbahn im Winter. In null Komma nix haben sich die Kinder die Schlittschuhe angeschnürt und begeben sich aufs Glatteis. So richtig wohl fühlst du dich nicht, oder? Oh Mann, ey. Ich hab mich schon dreimal hingelegt. Dabei habe ich maximal 3 Meter Strecke gemacht. Aber du bist doch so ein Eishockey-Fan. Ja, das schaue ich mir im Fernsehen oder im Stadion an. Aber dabei hab ich festen Boden unter den Füßen. Ich zisch noch mal eine Runde, okay? Lukas, Moment! Warte mal, ich wollte nach... Da! Marek, alles klar? Sieht das etwa so aus? Nein, nicht wirklich. Soll ich dir hochhelfen? Nee, danke. Geht schon. Wieso kannst du das denn so gut? Wir haben in Shanghai eine riesige Indoor-Eisarena. Da gehen wir oft hin. Ballon auch? Ja. Das merkt man. Gibt es auch was, was er nicht kann? Oh ja, ein kleines Geheimnis nur für deine Ohren. Nimm ihn mal mit zum Handball, Fußball, Volleyball oder so. Aha. Eine Riesenkatastrophe. Okay. Da gibt's richtig was zu lachen. Aber pst. Na klar. Aber danke. Rankai, nimin dang lula. Dengju tiao wa ma shang jue shang ni. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass wir Platz machen sollen, weil wir im Weg sind. Der soll ja nicht frech werden, sonst... Oh Mann. Jetzt rutsche ich schon im Stehen aus. Ich glaube, das wird nichts mehr mit mir und dem Schlittschuh laufen. Hey, Marek, alles klar? Ja, ja. Was macht ihr hier? Ein Kaffeekränzchen? Meilan ist jedenfalls bestens unterhalten. Entschuldigung, Marek. Ich mach mich nicht lustig. Ach ja? Wie sieht es denn dann aus, wenn du dich lustig machst? Jetzt mach mal hier nicht so eine Schau und stell dich wieder hin. Sonst miete ich dir so einen Plastikpinguin da, auf den sich die Lütten abstützen. Oh ja. Aber komm, Marek, wir helfen dir. Hack dich ein. Eins. Zwei.
3! Hast du eigentlich was von Herrn Strasser gehört, Coco? Nein, bis jetzt noch nicht. Vielleicht verläuft das Ganze ja auch im Sand. Mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Puh. Bei Long hat jedenfalls ordentlich Spaß. Ja, und wie? Leute, seht mal da hinten. Die alte Dame mit den zwei kleinen Kindern? Ja. Das sind bestimmt ihre Enkel. Und da auf dem Eis. Da kniet die Menke und bindet sich die Schnürsenkel an ihren Schlittschuhen. Die alte Dame und die Kinder fahren direkt auf sie zu. Oh nein, sie haben sie auch gesehen, aber sie können nicht bremsen. Oh, mein Gott, was machen Sie denn? Entschuldigen Sie vielmals, wir wissen nicht, wie man bremst. Ein schöner Crash in Zeitlupe. Ja, und genau unser Motto. Oma braucht Hilfe. Oh. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Eine SMS von Herrn Strasser. Ja. Und was sagt er? Hallo Coco, ich habe die Bestätigung. Unter der angegebenen Adresse ist kein Seniorenheim oder ähnliches geplant. Gruß Strasser. Alles klar. Jetzt müssen die Alster-Detektive wohl wirklich ran. Es ist Sonnabend und in der Adventszeit finden dann seit ein paar Jahren in der Innenstadt immer Weihnachtsparaden statt. Coco und ihre Freunde haben beschlossen, dass Mei Lan und Bai Long dieses Spektakel unbedingt sehen müssen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund für die Detektive hier vor Ort zu sein. Ich sag dir, sowas ist der ideale Ort für Spendensammler. Die Leute stehen länger an einer Stelle, sind entspannt und nicht so gestresst wie beim Einkaufen. Ja, da gebe ich dir doch recht, Coco. Aber trotzdem wäre es schon ein irrer Zufall, wenn wir der Oma braucht Hilfe, Oma, ausgerechnet hier über den Weg laufen würden. Ich stimme Coco zu. Ein Versuch ist es wert. Ja. Guckt euch die an. Das sind ja geile Kostüme. Entschuldigung. Vorsicht! Sorry. Ich weiß nicht, ich kann dem Rummel nicht viel abgewinnen. Kommt, lasst uns hier an der Ecke stehen bleiben. Ich will mich nicht noch weiter durch die Menge quetschen. Ja, ich bin auch kein Fan. Das ist mir zu kitschig. Weihnachten hat für mich mehr was mit Gemütlichkeit zu tun. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich find's super. Kitschig, bunt, viel Licht. So kenne ich Weihnachten aus Polen. Und? Wie gefällt euch das? Oh, ich finde es ganz lustig. Ein bisschen wie eine Parade in Disneyland. Ich find's auch ganz cool. Aber bei uns zu Hause haben wir natürlich nie Weihnachten gefeiert. So wie ihr. Die Tradition fehlt uns. Ja, einfach so als Event ist es schon okay. Da habt ihr recht. Foko? Was suchst du denn? Ich guck mich nur um, ob ich die Oma irgendwo sehe. Seht mal. Jetzt kommen lauter Weihnachtsmänner. Na, die gehen aber ab. Sieh mal, Coco, du lagst jedenfalls richtig mit der Einschätzung, dass das hier ein guter Ort zum Spendensammeln ist. Siehst du da hinten das Pärchen? Die Frau mit dem jüngeren Typen? Wo? Ach da, ja. Wofür sammeln die? Kannst du das Schild lesen, das er trägt? Irgendwas mit Päckchen. Ah, Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Mhm. Sag mal, ist die Frau mit der Oma, die wir suchen, irgendwie verwandt? Die sehen sich doch total ähnlich. Findest du? Hm. Ja, Lukas. Ich hätte jetzt sogar gesagt, es ist die gleiche Frau. Nur, 30 Jahre jünger? Das ist ja wohl eher nicht möglich. Aber verdächtig ist das auf jeden Fall. Hey, dann sollten wir die zwei da besser beschatten, oder? Beschatten? Sie beobachten. Sie im Auge behalten. Aha. Ja, das klingt nach Detektivarbeit. Wir sind dabei. Dann los. Wir müssen erst mal näher ran. Oh, und wieder durch die Menge quetschen. Entschuldigung. Hallo, nicht drängeln. Wir müssen hier kurz vorbei. Vorsicht, Mei Lan. Entschuldigung. Du wärst fast in den Musiker reingelaufen. Danke. Danke. Ich hoffe, ich habe diese Musikgruppe nicht gestört. Sieht nicht so aus. Wo sind die Sammler? Seht ihr sie? Ja, da vorne an der Ecke, wo jetzt gerade diese tanzenden Tannenbäume auftauchen. Mhm. Wir müssen Gas geben, sonst... Sehen wir sie gleich nicht mehr. Entschuldigung, darf ich mal? Was
zum... Hey, pass doch auf! Okay. Sorry, ich hab Ihren Hund nicht gesehen. Halt die Augen auf, du Kasper. Ja, Ihnen auch frohe Weihnachten. Kommt, nix wie weg. Wieso nimmt man einen Hund mit zu so einer Veranstaltung? Oh, danke, Bailong. Genau das. Das arme Tier. Komm! Oh Mann, seht ihr die Spendensammler noch? Nein! Mist! Wir müssen ausschwärmen. Die sind bestimmt noch nicht weit. Die wollen doch die Leute hier anschnorren. Kann es sein, dass es hier immer voller wird? Scheint mir auch so. Komm! Wie ungünstig, dass hier so eine Kreuzung ist. Die zwei können in alle Richtungen gegangen sein. Ich glaube, wir hätten es nicht mal gemerkt, wenn sie an uns vorbei in die Richtung gelaufen wären, aus der wir gekommen sind. Schade, dass der Mann das Schild nur so vor sich gehalten hat und nicht hoch über dem Kopf an einem Stab hatte. Dann könnte man sie von Weitem sehen. Ja, und am besten noch eine blinkende Lampe auf dem Kopf. Die würde doch gerade hier bei dieser Glitzerparade gar nicht auffallen. Tja, das bringt wohl nichts. Selbst wenn wir uns jetzt alle einzeln hier verteilen. Mei Lan und Bai Long kennen sich ja auch nicht aus. Ja, leider. Und mit den Schildern habe ich immer noch Schwierigkeiten. Dann müssen wir wohl aufgeben. Ist vernünftig. Vernünftig, ja. Aber ärgerlich. Ach komm, vielleicht haben die sich auch nur zufällig ähnlich gesehen. Oh, wir werden es wohl nie erfahren. Okay, Schluss für heute. Irgendwo da vorne habe ich einen Bratwurststand gesehen. Hat noch jemand Hunger? Nein, wie üblich nur du. Hey. Aber ich esse natürlich auch eine, aus Solidarität. Ein wahrer Freund. Am folgenden Nachmittag kommt Coco zu mir, um mir beim Dekorieren des Hausbootes zu helfen. Es macht Spaß, das Deck mit Lichterketten zu behängen und sogar einen kleinen Weihnachtsbaum wollen wir aufstellen. Irgendwie fühle ich mich dabei meiner verstorbenen Frau ganz besonders nahe. Annie mochte Weihnachtsschmuck sehr und hat sich beim Dekorieren unserer Wohnung immer selbst übertroffen. Ihre Lieblingskugeln hänge ich jedes Jahr wieder an den Baum. Gerade an Weihnachten vermisse ich meine Annie sehr. Da ist es besonders schön, wenn Coco vorbeikommt und meine trüben Gedanken verscheucht. Mann, Opa, nicht so hektisch. Du verhedderst die Kette ja nur noch mehr. Ach, das ist vielleicht ein Mist. Aber das geht doch auch so, oder? Sollen wir dann einfach so einen Lichterkettenklumpen hier auf Deck liegen lassen? Warum nicht? Sieht bestimmt auch schön aus. Gib mir mal, ich mach das schon. Du kannst dich ja mal um den Weihnachtsbaumständer kümmern. Ja, 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 das ist eine gute Idee. Wie war es denn auf der Parade gestern? Ganz nett. Wir glauben, dass wir dieses merkwürdige Duo wieder gesehen haben. Diese Spendenoma? Über die ihr Nachforschungen anstellen wolltet? Ja, vielleicht. Sie sah ihr total ähnlich, aber nur viel jünger. Leider sind sie in der Menge verschwunden, bevor wir sie weiterverfolgen konnten. Aber irgendwas ist da faul. Ihr seid aber schön vorsichtig, Coco. Das musst du mir versprechen. Klar doch, Opa. Das weißt du doch. Wir sind doch keine Anfänger mehr. Ja, das weiß ich. Aber manchmal geht der Ermittlungseifer mit den Alster-Detektiven durch. Und dann behalten sie nicht immer einen so kühlen Kopf. Oh, mein Handy. Wer ist das denn? Unbekannte Nummer? Ja, Konstanze? Hallo, hier ist Frau Meier-Kiesewetter. Frau Meier... Kiesewetter, ja. Ich bin eine Kollegin von Jörg Strasser aus der Bürgerschaft. Ah. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ach, ja klar. Entschuldigen Sie. Irgendwie stand ich gerade auf dem Schlauch. Kein Problem. Ich will auch gar nicht lange stören. Jörg, also Herr Strasser, hatte mit mir gesprochen und mir erzählt, dass ihr gerade dabei seid, einer etwas ominösen Spendenorganisation nachzuforschen. Mhm. Es geht da um ein angebliches Seniorenprojekt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Macht das jetzt schon in der Bürgerschaft die Runde? Nein, aber Jörg war gerade bei mir im Büro und irgendwie kamen wir drauf. Na jedenfalls, ich habe ihm dann angeboten, dass wir uns mal alle registrierten Seniorengruppen und Einrichtungen ansehen können. Ach, das ist aber nett. Ich habe mich auch schon an anderer Stelle mit dem Thema beschäftigt, deshalb bin ich da ein bisschen in der Materie drin.
Jörg hat mir deine Handynummer gegeben, falls ich irgendwas herausfinde. Ich hoffe, das war in Ordnung. Klar. Und? Haben Sie etwas herausgefunden? Nun ja, man könnte sagen, ich habe herausgefunden, dass ich nichts herausgefunden habe. Aha. Ja, es findet sich keine eingetragene Organisation oder ein Verein, der Oma braucht Hilfe heißt. Ach. Wir haben auch nichts unter ähnlichem Namen gefunden. Und bei einem Spendenprojekt in dieser Größenordnung, also wo es auch um den Bau einer Altenwohnanlage geht, kann man eigentlich voraussetzen, dass das ordentlich angemeldet und registriert ist. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Davon kann man ausgehen, ja. Das ist ja wirklich ein Ding. Vielen Dank, Frau Meier-Kiesewetter, dass Sie sich gemeldet haben. Da nicht viel, Coco. Ich bin ja fast ein bisschen stolz, dass ich den berühmten Alster-Detektiven behilflich sein konnte. Oh, und die berühmten Alster-Detektive wissen das sehr zu schätzen. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Gute Nachrichten? Wie man es nimmt. Ich muss sofort den anderen Bescheid geben. Marek ist bei Lukas zum Zocken. Ich probier's mal mit Videoanruf über die App-Gruppe. Das sollten Sie mitkriegen. Jo, Coco! Marek, du wirst nicht glauben, wer sich eben bei mir gemeldet hat. Frau Meier-Kiesewetter. Boah, diese Kollegin von Strasser? Hey, Lukas. Hey. Ja, genau die. Strasser hat ihr von unserer Nachforschung erzählt und sie hat nachgesehen, ob Oma braucht Hilfe als Seniorenprojekt registriert ist. Und? Ist es nicht. Krass. Dann hatten wir also recht. Ja, sieht ganz so aus. Dieses seltsame Duo nimmt das Ganze nur als Vorwand, um illegal Spenden abzukassieren. Und dabei geht's nicht nur um Kleingeld in der Büchse, sondern sicherlich auch größere Summen, die Leute nichtsahnd auf das Konto überweisen. Wir können jetzt nicht länger einfach nur zusehen. Wir müssen etwas machen. Aber wie denn? In 4 Tagen ist Weihnachten und danach tauchen die Betrüger sicher ab, verwischen alle Spuren und das war's dann. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Uns läuft die Zeit weg. Wir können ja auch nicht dauernd in der Innenstadt abhängen. Ja, meine Eltern haben auch schon gemeckert. Und wenn wir uns jetzt gleich nochmal auf den Weg machen? Vergiss es, ich muss lernen. Oje, dass ich sowas mal sagen werde. Ja, und wir müssen das Boot noch fertig schmücken, Coco. Bitte, das hast du mir versprochen. Okay, gut. Dann lassen wir es eben. Ich gebe mich nur ungern geschlagen, aber vielleicht ist diese Sache hier wirklich aussichtslos. Heiligabend naht unaufhaltsam. Bei Johannas Eltern war in der letzten Zeit von besinnlicher Vorweihnachtsstimmung nicht viel zu spüren. Sie hatten mit dem Restaurant, vor allem durch viele Weihnachtsfeiern, alle Hände voll zu tun. Aber jetzt hat Johanna gedrängelt, dass sie endlich einen Weihnachtsbaum kaufen, einen für die Wohnung. Denn im Restaurant steht schon seit 3 Wochen ein geschmücktes Bäumchen, aber zu Hause fehlen noch Licht und Tannennadelduft. Weil Meilan auch diese adventliche Tradition kennenlernen will, ist sie mit dabei. Schatz, also bitte, der ist doch viel zu groß. Aber ich will nicht wieder so einen wie letztes Jahr. Der sah ja im Wohnzimmer ganz mickrig aus. Zwischen mickrig und 3 Meter hoch gibt es ja noch einiges dazwischen. Wenn du meinst, dass das hier 3 Meter sind, dann sollten wir mit dir mal wieder zum Optiker gehen. Schatz, kommst du mal? Das tut mir leid, dass sich deine Eltern jetzt streiten. Soll ich lieber gehen? Was? Ach Quatsch, das gehört dazu. Erst streiten sie, wie groß der Baum sein muss, dann werden gefühlt 300 Bäumchen begutachtet, von denen jeder immer abwechselnd mal meinem Vater, mal meiner Mutter nicht gefällt. Dann wird endlich mit viel Trara einer ausgesucht und zu Hause wird er dann so lange im Ständer herumgedreht, bis die kahle Stelle, die vorher keiner bemerkt hat, am wenigsten zu sehen ist. Wenn der Baum endlich gerade steht, trinken beide einen Grog, umarmen sich, betrachten gerührt den Baum und alles ist vergessen. Also gehört das zur Tradition dazu, das Streiten? Ich weiß nicht, wie es in anderen Familien läuft, aber bei uns schon. Johanna, was meinst du denn? Und jetzt muss ich als Puffer herhalten. Moment! Puffer? Jetzt guck doch mal. Der Baum ist doch schön, oder? Ja, ist er nicht da oben ein bisschen spillerig? Aha, siehst du, was hab ich eben gesagt? Genau das. Dann zeig ich ihr mal das völlig verwachsene Ding, das du eben ausgesucht hast. Das ist doch ein Prachtbaum.
Meilan, was sagst du dazu? Ich? Oh, ich kenne mich nun wirklich nicht mit Weihnachtsbäumen aus. Da halte ich mich lieber raus. Sehr kluge Entscheidung. Stefan, stell bitte diesen Baum weg. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Ich wollte eigentlich nur eben fix einen Weihnachtsbaum kaufen. Wir haben uns schneller für den Namen unserer Tochter entschieden als für eine Tanne. Hey, das habe ich gehört. Ich mag deine Eltern. Johanna? Sieh mal. Wo? Was denn? Da. Ist das nicht die alte Frau, die wir suchen? Die Hilfe-Oma. Sie steigt da gerade aus dem Bus aus. Krass, du hast recht. Ich fass es nicht. Los, dieses Mal verlieren wir sie nicht. Mama, Papa, wir kommen gleich wieder. Sie überquert die Straße. Komm. Aber wo wollt ihr denn hin? Da ist sie. Hier ist nicht so viel los. Da verlieren wir sie nicht. Ich ruf Coco an. Die anderen sollen auch kommen. Jetzt geht's der Betrügerin an den gehäkelten Kragen. Was für ein Kragen? Nicht so wichtig. Los, schnell jetzt. Dieses Mal gelingt die Verfolgung. Die alte Dame bewegt sich ohne Hast und die Straßen sind nicht annähernd so voll wie bei der Parade. Jana und Meilan haben keine Schwierigkeiten, der Verdächtigen auf den Fersen zu bleiben. Nach zwei oder drei Straßenecken betritt die Frau einen offenbar sehr in die Jahre gekommenen Friseursalon. Von außen ist er nicht einsehbar, also postieren sich die Mädchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter einer Reklametafel. Eine gefühlte Ewigkeit später stoßen Coco und Lukas zu ihnen. Coco hat nach Johannas Anruf sofort die anderen informiert. Ah, seht mal, da kommen Marek und Bailong. Jetzt sind wir komplett. Da seid ihr ja. Ist das dort der Laden? Ja. Und die Frau ist noch drin? Ja, zum Glück. Überhaupt ein Wahnsinnsglück, dass ihr sie zufällig gesehen habt. Haben wir nur Meilan zu verdanken. Sie hat sie aus dem Bus aussteigen sehen. Super, Meilan. Mhm. Als Detektivneuling ein voller Erfolg. Danke. Naja, ich habe eben zufällig in die richtige Richtung gesehen. Und? Was meint ihr? Lässt sie sich da jetzt eine neue Frisur machen? Nein, sie muss dort arbeiten. Sie hat die Tür mit einem Schlüssel aufgeschlossen. Hm. Ob der Laden überhaupt Kunden hat? Der sieht total heruntergekommen aus. Allerdings, nicht gerade einladend. Hey, Achtung, da kommt jemand. Was? Wo? Du meinst den Typ da? Hey, den kennen wir doch. Ja, tatsächlich. Das ist der Spendensammler mit dem Schild. Der zusammen mit der jüngeren Version der Oma Geld für Kinder Not gesammelt hat. Ja, ihr habt recht. Er geht auch zielstrebig da hinein. Er hat aber einen Schlüsselbund in der Hand. Offenbar arbeitet er auch dort. Vermutlich gehört den beiden der Laden. Woher willst du das wissen? Naja, guck dir die Bude an. Ich glaube nicht, dass sie sich, so wie der Laden aussieht, noch Angestellte leisten können. Und jetzt wissen wir, wie sie zusammengehören. Sie sind Bruder und Schwester. Hä? Wie kommst du darauf? Ja, wieso? Ach so, klar. Guck mal auf das Ladenschild, Meilan. Friseursalon, Geschwister Lorenz. Oh. Na, ich bin ja eine schöne Nachwuchsdetektivin, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und was machen wir jetzt? Wir müssen rauskriegen, was da drin vor sich geht. Aber wie? Wir können ja kaum einfach reinspazieren. Wieso nicht? Immerhin ist das ein Friseursalon. Es müsste sich nur einer von uns die Haare schneiden lassen. Gute Idee. Aber wer? Ich lasse die nicht an meine Haare. Tja. Hey, Moment. Wieso seht ihr alle mich an? Dreimal darfst du raten. Aber... Deine Zotteln haben es echt mal wieder nötig, meinst du nicht? Mhm. Hey, wieso denn? Findet ihr? Ich glaube, etwas kürzer würde dir gut stehen. Oh. Meinst du? Wenn das kein Argument ist. Also, machst du's? Na schön, ich opfere mich. Sehr gut. Wir lachen dann auch nicht über deine neue Frisur, versprochen. Erst mal sehen, ob es soweit kommt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, dass die mir mit einer Schere zu nahe kommt.
Sieh dich genau um, aber ganz unauffällig. Und pass bloß auf. Ich könnte mir vorstellen, dass mit denen nicht zu spaßen ist. Ja, sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Na dann, ab mit dir. Wir warten hier. Drück mir die Daumen. Machen wir. Na, hoffentlich geht das gut. Vorsichtig öffnet Marek die Tür zum Salon. Ach, es riecht stickig, muffig, als wäre hier schon seit Jahren nicht mehr gelüftet worden. Auch im Salon selbst scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Neben alten Werbeplakaten für Haarprodukte und einer vergilbten, speckigen Tapete sind die Friseurstühle verschlissen und die Spiegel beschlagen und heruntergekommen. Hallo? Was willst du hier? Ich dachte, das ist ein Friseursalon. Ja, und? Naja, ich wollte fragen, ob Sie Zeit haben, mir die Haare zu schneiden. Das macht Sebastian. Okay. Und hat er denn Zeit? Jetzt gerade nicht. Aber du kannst warten. Gut, dann mache ich das. Ich hab Zeit. Aber nichts anfassen, ja? Das würde ich nicht freiwillig machen. Du kannst dich da auf den Hocker an der Tür setzen. Okay, danke. Ramona, wo warst du denn? Wir haben einen Kunden. Muss warten. Ja, hab ich geklärt. Dann komm. Ja. Die sind ja ein tolles Paar. Kriegen wir das jetzt endlich mal über die Bühne? Ich hab heute noch was anderes zu tun. Keine Panik, Höger. Wir haben alles in die Kisten gepackt. Aber das kann ja wohl nicht alles sein. Doch, ist es. Ja, das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Seit wie vielen Wochen seid ihr jetzt im Einsatz? Seit 3 Wochen, oder? Ja, seit Ende November, seitdem der Weihnachtsmarkt aufhatte. Interessant. Was für ein Lauschangriff. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das hier alles ist, was ihr gesammelt habt. Wie viele Flaschen sind das? So um die 100. Sind die wenigstens alle voll? Die ist ja nicht mal zur Hälfte gefüllt! Das ist eine Ausnahme. Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Ihr versucht doch, mich abzuzocken! Jetzt komm ein bisschen runter, ja? Wir frieren uns seit Wochen zwischen all den feiernden Menschen allen ab und sammeln Kohle für euch. Und du spielst dich jetzt hier so auf? Die Leute haben übrigens auch nicht mehr so die Spendierhosen an wie früher. Außerdem gibt's ja noch die ganzen Überweisungen aufs Konto. Das lass mal schön meine Sorge sein, was da auf dem Konto alles eingeht. Das geht dich nichts an. Weiß ich doch. Ich wollte ja nur sagen, dass... Das ist mir völlig egal, was du noch sagen wolltest. Und ihr beiden könnt mir nichts erzählen. Irgendwo muss noch mehr Geld sein. Habt ihr das hier im Salon? In dem Gerümpel hier? Nein. Das ist... Hör auf! Erst, wenn ich hier alles durchsucht habe! Sei ein bisschen leise, Mann! Wie ein ganz junger Junge! Oh Gott, ich muss hier raus! Da kommt Marek zurück. Ah, was ist los? Warum bist du schon wieder da? Und warum hast du immer noch die gleiche Frisur? Ey Leute, das ist echt nicht witzig. Die sind voll abgedreht. Erzähl. Mhm. Da drin waren nicht nur diese beiden Geschwister, Ramona und Sebastian. Ja, sondern auch so ein anderer Typ, Böger. Und wer war das? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich so etwas wie der Auftraggeber, denn... Und jetzt haltet euch fest, es stimmt. Die beiden haben seit Wochen Geld gesammelt für ein Projekt, was es eigentlich nicht gibt. Wir lagen also von Anfang an richtig mit unserem Verdacht. So sieht's aus. Oh. Das ist echt, wie sagt ihr, krass. Ja,
Entweder haben die Leute also Geld überwiesen auf das Spendenkonto oder sie haben Bargeld in die Sammelbüchse geworfen. Das Geld lagert nun im Salon und zwar alles diskret in Haarshampooflaschen versteckt. Echt? Ja. Ich konnte das nicht so genau sehen, aber ich glaube, der ganze Lagerraum ist voll. Haben die dich da einfach so zusehen lassen oder was? Natürlich nicht. Ich sollte im Salon warten und dann habe ich sie nebenan gehört. Mhm. Sie haben mit diesem Bürger gestritten. Gestritten? Warum denn? Ich dachte, die arbeiten zusammen. Ja, tun sie auch, aber dieser Bürger ist irgendwie super misstrauisch und total durchgeknallt. Er hat Ramona und Sebastian verdächtigt, dass sie einiges von dem Geld für sich behalten haben. Er wollte jetzt alles abholen. Oh Mann. Und das alles hinter der Fassade von diesem ollen Friseursalon. Ja, immerhin habe ich schnell geschaltet und den Streit mit dem Handy aufgenommen. Ach, was? Ach, super, Marek. Perfekt, Marek. Das heißt, wir haben alles dokumentiert? Naja, zumindest bis ich abgehauen bin. Denn das wurde da drin immer heftiger und irgendwann haben sie sich auch daran erinnert, dass ich daher noch sitze und warte. Ist hier irgendwas passiert? Wir haben Herrn Strasser angerufen und berichtet, wo wir sind. Er hat uns dringend dazu geraten, vorsichtig zu sein. Typisch. Ja, und er hat direkt Kommissar Bredeke verständigt. Traut er uns nicht zu, dass wir das allein regeln? Du bist noch voller Adrenalin, Marek. Das kann doch echt gefährlich werden. Ich finde es gut, dass er die Polizei verständigt hat. Naja, wir müssen mal sehen, wie... Leute, da! Idioten! Der Typ, der aus dem Salon kommt. Das ist er. Das ist dieser Bürger. Er geht zu dem Sportwagen, der direkt vor der Tür parkt. Und da kommt Sebastian mit Kisten. Und Ramona. Die tragen die Kisten zu ihm ins Auto. Der transportiert die ganze Kohle ab. Was machen wir denn jetzt? Ich kann versuchen, sie abzulenken. Ich frage nach dem Weg oder sowas. Nein, das ist zu gefährlich. Der würde dir eh nicht antworten. Vielleicht wird er auch gewalttätig. Das ist so ein richtiger Choleriker. Oh Mann, wo bleibt denn Kommissar Bredeke? Jetzt sind wir so weit gekommen und dann hauen die einfach ab. Er steigt in den Wagen. Mist, er verschwindet. Wir können uns doch das Nummernschild notieren. Genau. Ja, los, schnell. Ich mache ein Foto mit dem Handy. Super, Melan. Dass wir darauf nicht selbst gekommen sind. Voll peinlich. Wir haben ja jetzt Melan. Ich helfe, wo ich kann. Guck mal, wer da gerade mit dem roten Wagen angekommen ist. Wen meinst du? Oh Mann, Kommissar Bredeke. Er muss da vorne an der Kreuzung direkt an Bürger vorbeigefahren sein. Ich wink ihm mal, dann sieht er uns. Kinder, alles in Ordnung mit euch? Kommissar Bredeke, hallo. Ja, alles okay mit uns. Jörg rief mich an und erzählte mir, worum es geht. Und da ich sowieso noch im Präsidium war, dachte ich mir, ich fahre gleich mal mit. Das hier ist mein Kollege, Polizeimeister Sykolu. Guten Tag. Das hier sind unsere neuen Mitschüler, Meilan und Bailong Chao. Hallo. Guten Tag. Ja, Jörg, ich meine, Herr Strasser hat mir auch von euch schon erzählt. Schön, euch kennenzulernen. Wie krass, dass ihr jemanden von der Polizei kennt. Ja, Bredeke ist schwer in Ordnung. Also, ich bin ja weitestgehend im Bilde. Wo ist denn nun unsere gefälschte Oma? In dem Salon? Ja, sie und ihr Bruder sind da drin. Aha. Ein Mann, der wahrscheinlich der Auftraggeber ist, ist gerade weggefahren mit lauter Kisten, mit Shampooflaschen voller Geld. Habt ihr... Das Nummernschild notiert? Klar, haben wir. Ich habe ein Foto gemacht. Wir sehr gut. Sind doch keine Anfänger. Dank Melan nicht, ja. Ich war vorhin auch im Salon und habe einen Streit zwischen dem Mann und den beiden aufgenommen. Wahnsinn. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie es zu dieser Aufnahme kam. Ich war nur zufälligerweise als Kunde in dem Salon. Schon klar, Marek. Ein typischer Salon für so einen hippen Skater wie dich. Gut, also, wir gehen jetzt rein. Dürfen wir mitkommen? Bestimmt nicht. Aber wir lassen die Tür auf und ihr könnt dann ja ganz zufällig daneben stehen, so wie ihr das immer macht. Nicht wahr, Marek? Kommt. So, ihr bleibt hier. Sykolo, ja. Sie gehen vor. Ist gut. Wir haben geschlossen, passt jetzt nicht. Kriminalpolizei, guten Tag. Mein Name ist Polizeimeister Sykolo. Das ist Kommissar Bredeke. Guten Tag. Sind Sie Ramona Lorenz? Ja. Also, nein. Kinder, kommt doch mal bitte. Die Oma! Das ist eine Verkleidung, Herr Kommissar. Ich? Die grauen Haare unter dem Kopftuch sind eine Perücke. Aha. Und da liegt die Schminke für die Altersflecken. Aber... Und Sie sind Sebastian Lorenz? Ja, das bin ich.
Es besteht der dringende Tatverdacht, dass Sie illegal Spendengelder gesammelt haben. Ich fordere Sie auf, mit uns ins Präsidium zu kommen. Aber Sie haben doch keine Beweise. Das lassen Sie mal schön unsere Sorge sein. Wir werden Ihnen das gleich alles in Ruhe erklären. Nee, passt jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal noch die ganzen Flaschen wegräumen. Komm, Ramona, lass gut sein. Es ist vorbei. Halt die Klappe, Sepp! Stellen Sie jetzt bitte die Flaschen weg, Frau Lorenz, und kommen Sie mit. Oh, Scheiße! Merkwürdiges Haarshampoo, finden Sie nicht? Kommen Sie jetzt bitte mit und ersparen Sie uns dieses Theater. Und ziehen Sie das Kopftuch und diese Perücke aus. Ich glaube, Oma braucht Hilfe. Die Alster-Detektive haben mal wieder einen Fall mit Bravour gelöst. Mit Neugier, Mut und Glück. Sodass das Ganovenpaar ausgespielt hatte. Jetzt, am Tag nach der Festnahme, ist zwar bereits Heiligabend, aber Herr Strasser versammelt doch noch die Detektive und alle ihre Helfer gegen Mittag im Yugan, einem sehr guten chinesischen Restaurant. Alle sind bester Laune und das Menü, das traditionelle deutsche Weihnachtsspezialitäten mit chinesischer Küche vereint, ist wirklich unglaublich gut. Johanna macht Fotos von ihrem Teller mit dem Handy. Wieso knippst du eigentlich dein Essen? Hat mir mein Vater aufgetragen. Er war neugierig und sucht Inspirationen, wie er meint. Also wenn das mal nicht unter Wirtschaftsspionage fällt, Johanna. Niemals. Hey, wollte dein Vater denn nicht selbst mitkommen? Ja, eigentlich schon. Aber meine Eltern waren so im Stress in den letzten Tagen, dass sie heute endlich noch entspannt den Baum schmücken wollen und ich denke mal noch die letzten Geschenke einpacken. Meine Eltern waren auch froh, dass ich außer Haus bin, damit sie in Ruhe noch Vorbereitungen machen können. Und ich wurde beauftragt, darauf zu achten, dass ihr alle wieder pünktlich zu Hause seid, damit die Familienfeiern nicht zu kurz kommen. Ich finde das hier aber auch schon sehr familiär. Ein sehr schönes Restaurant, wirklich. Ja, nicht wahr? Vielen Dank noch einmal für die Einladung, Herr Straße. Oh, Frau Chow, da nicht für. Es ist mir eine Ehre. Das Essen ist hier wirklich sehr gut. Wir waren hier auch schon mal mit einer chinesischen Delegation, nachdem die genug hatten von deutschen Gerichten. So, so, Jörg. Das ist also das ach so anstrengende Politikerleben, ja? Also mein Abgeordnetenalltag sieht ganz anders aus. Das kann ich euch sagen. Das ist genau wie bei euch Polizisten, die ihr den ganzen Tag im Streifenwagen sitzt und Burger futtert, nicht wahr? Natürlich. Wenn das so wäre, würde ich mich gar nicht entscheiden können, eine Ausbildung bei der Polizei oder doch lieber als Abgeordneter gewählt werden. Das glaube ich sofort. Ja, genau. Aber im Ernst, Klaus, erzähl uns doch lieber, wie es jetzt mit den beiden Betrügern weitergegangen ist. Oh ja, Herr Kommissar. Ich war wirklich erst einmal geschockt, als mir meine Kinder erzählt haben, dass sie auf Verbrecherjagd waren. Das ist ja schließlich nicht ungefährlich. Ma, Biaje. Ja, da haben Sie völlig recht, Frau Chow. Aber wenn diese vier hier... Ich glaube, er meint uns. Ja, ja, ganz genau, euch meine ich. Also, wenn diese vier hier sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann kann man sich den Mund fusselig reden. Oh ja. Da kann ich auch ein Lied von singen. Wir waren doch ganz vorsichtig. Also auf jeden Fall war das ein ziemlich guter Fang, den ihr da gemacht habt. Das nette Geschwisterpaar hat im Präsidium ausgepackt. Mhm. Naja, es blieb ihnen ja auch kaum etwas anderes übrig. Sie haben mit verschiedenen Verkleidungen und erfundenen Hilfsorganisationen reichlich Spenden eingesammelt. Unfassbar. Die Kollegen sichten noch die Kontobewegungen, aber wir reden hier von zahlreichen fünfstelligen Beträgen. Wow! Ja. Und dieser Böger? Heiko Böger, ja, den haben wir auch. Ihr hattet ja dankenswerterweise das Autokennzeichen parat. Und die Geschwister Lorenz wollten ihn auch absolut nicht decken. Im Gegenteil, sie versuchen, ihm alles in die Schuhe zu schieben. Wir ermitteln gerade, wie viele falsche Spendensammler er noch angeworben hat. Es gibt noch mehr? Ja, allerdings über halb Deutschland verteilt. In Hamburg hat sich der Gute erst vor relativ kurzer Zeit angesiedelt. Wahnsinn. Scheint ja ein lohnendes Geschäft zu sein. Er fuhr einen ziemlich teuren Sportwagen. Naja, für den wird er im Gefängnis erstmal keine Verwendung haben. Ja. Wir arbeiten jetzt in dieser Sache mit anderen Bundesländern zusammen. Also ich bin mal gespannt, welchen Umfang sein Netz letztendlich haben wird. Da habt ihr ja einen richtig großen Fisch geangelt. Was für ein Glück für Hamburg.
Und dieser alte Friseursalon? War der nur zur Tarnung da? Nein, nein. Die beiden haben wirklich das Geschäft ihres Vaters geerbt. Und, naja, wohl auch einige Zeit mit mehr oder weniger Erfolg betrieben. Ich vermute eher weniger. Ja, die Betrugsmasche war offenbar lukrativer. Da haben sie das Friseurgeschäft schleifen lassen. Ist alles in Ordnung? Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Es ist alles wunderbar, danke schön. Ich hätte gern noch ein Wasser. Ja, für mich auch, bitte. Ach, bringen Sie doch bitte noch 2 Flaschen Wasser für den Tisch. Und ich hätte gern noch eine Apfelschorle, bitte. Ich übersetze. Marek auch. Bringe ich Ihnen sofort. Wenn alle Gläser aufgefüllt sind, können wir doch auf die erfolgreiche Ermittlung anstoßen, oder? Ja, unbedingt. Ich könnte mich daran gewöhnen. Die Alsterdetektive ermitteln und lösen den Fall und geben mir zum Schluss nur einen Wink, wer, warum, wo abzuholen ist. Also, Marek, wenn das so ist, dann schließe ich mich deiner Bewerbung bei der Polizei an. Das scheint mir ein entspanntes Berufsleben zu sein. Naja, also... Verzeihung, Herr Kommissar. Ach, alles gut, Frau Chao. Glauben Sie mir, die Alsterdetektive waren mir schon oft so eine große Hilfe, da pflegen wir mittlerweile einen sehr entspannten Ton. Und Ihre hilfreichen Freunde dürfen das natürlich auch. So, bitte sehr. Wasser? Danke sehr. Danke. Und 2 Apfelschorlen. Ich hole mir gleich noch was vom Buffet. Wow, du kannst immer noch essen? Eine meiner leichtesten Übungen. Ihr solltet ihn mal sehen, wenn er nicht wie jetzt in der Adventszeit den ganzen Tag noch Plätzchen futtert. Hey! So, jetzt erhebe ich mal das Glas auf einen weiteren gelösten Fall der Alsterdetektive. Ja, auf euch, Kinder. Auf die Alsterdetektive. Und auf Bailong und Meilan und ihre tatkräftige Unterstützung. Auf die deutsch-chinesische Freundschaft. Und ihr beiden, wie gefällt euch nun Hamburg? Wie war denn eure erste Zeit hier? Ziemlich verrückt. Ja, auf jeden Fall aufregend. Ich habe schon sehr viel gelernt über die Unterschiede zwischen Shanghai und Hamburg und lerne jeden Tag dazu. Und wir haben auch einiges von Hamburg bereits gesehen. Sogar Verbrecher? Das hätte ich bei unserem Umzug hierher auch nicht gedacht. Du wusstest eben nicht, mit wem ihr euch da anfreundet. Wir haben aber auch schon viel über China gelernt. Das freut mich. Oh ja, es ist doch was anderes, ob man Menschen aus dem Land persönlich kennt oder nur mal chinesisch essen geht. Hey, aber nichts gegen das Essen. Ja. Na, und ich denke mal, Meilan, dass es mit Freunden wie den Alsterdetektiven nicht so schnell langweilig werden wird. Da bin ich mir auch sicher. Jetzt kann es allerdings erst einmal wieder ruhiger werden. Schließlich ist ja Weihnachten. Was mir übrigens ziemlich gut gefällt. Na dann also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Jo, dann mal frohe Weihnachten. Das waren die Alsterdetektive. Oma braucht Hilfe. Es sprachen Shirin Westenfelder als Coco, Jody Blank als Johanna, Daniel Klaus als Lukas, Sebastian Kluckert als Marek, Yashi Freitag als Meilan, Fabian Fröhling als Bai Long, Jens Wawritschek als Herr Strasser, Dietmar Wunder als Kommissar Bredeke und Jochen Schröder als Opa Jost. In weiteren Rollen Karin David, Tanja Fornaro, Julius Jelinek, Elena Wilms, Luise Luno, Sabine Arnold, Oliver Rohrbeck, Lutz Schnell, Heike Beek, Reinhard Scheunemann, Maximilian Atacho, Malaika Adjambo, Ji Chao Freitag, Peter Lonzek, Klaus Lauer Wilms, Andreas Hosang, Magdalena Turba, Lukas Merezki, Marie-Isabel Walke, Monika Disse, Nico Sablik, Gabriele Blum und Elmar Börger. Buch Katrin Wiegand und Kai Schwind. Regie Oliver Rohrbeck. Aufnahme Tobias Gitter. Arrangement und Sounddesign Robert Lehnert, Thilo Masut und Valentin Röwenstrunk. Geräuschemacher Robert Lehnert.
Mischung: Henrik Cordes. Musik: Dirk Wilhelm und Epidemic Sound. Titellied: Dirk Wilhelm. Aufnahmeleitung: Nina Steiger. Auftraggeber und Projektleitung: Marco Wiesner. Besonderer Dank geht an Rebecca Chan für die Sprachberatung. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Jahr 2021 im Auftrag des Hamburger Landesparlaments der Hamburgischen Bürgerschaft.